Kann das jetzt mal im... Kann das jetzt mal angezeigt werden, das Spiel? Hallo? Aha! Da ist es! So, Musik aus. Liebe Leute! Du musst Fensteraufnahme machen. Danke, weiß ich. Manchmal lädt das halt einfach nicht. Aber jetzt hat's geladen. Ich schlafe noch. Wir wachen auf. Wie sehen wir eigentlich aus? Süß. Bisschen wie im echten Leben. Eigentlich kein bisschen, aber ein bisschen wie im echten Leben. That booty though. That booty though. Okay. Wir haben nichts außer eine Fackel, einen Stein. Es ist kalt. Oh, Sonnenuntergang. Oh Gott, es wird jetzt dunkel. Schauen wir mal ganz kurz, wo wir sind. Wo sieht man nochmal die Map? Scheiße, T, nee. Z, U, M, H, J, I. Wo? G. Ah, dankeschön. Oh ja, moin. Wir sind bei A, G, 2. Wir müssen zu V19. A, F. Ach du Scheiße. N. Q. P. L. M. A. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. 13, 14, 15. 17. 18. 19. V. 19. Hier ist es. Wie mache ich da so ein. Ah. Wir müssen wirklich, wirklich, wirklich weit laufen. Ach, Tusch, wir sind hier. Wir müssen hier hin. Okay, können wir so eine Kanalpunkte-Abstimmung machen? Ob ich verrecken werde, noch bevor ich ankomme, oder ob ich ankommen werde? Keine Ahnung, wie das geht. Mutz, weiß einer von euch, wie das geht? Da brennt auf jeden Fall irgendwas. Also ich glaube nicht, dass mich irgendwer töten wird. Aber... Frage ist halt. Es ist halt fucking dunkel. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch geradeaus laufen. Und hoffentlich ist an. Okay! Ihr könnt jetzt abstimmen, liebe Freunde, mit Kanalpunkten, die es seit heute gibt. Komme ich bei meiner Base an oder verrecke ich vorher? Sei es an einem Spieler, sei es an einem Bären, sei es... Es ist zu dunkel für den Scheiß. Scheißendreck. So. Belastend. All in, ich glaube an dich. Okay. Ihr könnt Kanalpunkte gewinnen, aber ihr könnt sie auch verlieren, wenn ihr falsch liegt, liebe Freunde. Glaubt ihr an mich oder nicht? Werde ich vorher recken oder nicht? Oh boy. Wie weit sind wir schon gekommen? Kein bisschen! Ich hab hier angefangen! Ich bin hier! Wir sind 10 Jahre gelaufen! Ich glaube, wir verhungern auf dem Weg. Oh mein Gott. Ich werde jetzt hier nichts anfangen abzubauen. Ich muss einfach nur nach Hause. Oh, Turi ist gestorben. Hier unten links in den Log, das ist meine Kamera vor. Naja. Ah.
weiß gar nicht, wo ich lang gehe. Aber es ist so unheimlich. Mir ist so kalt. Und mir ist so... Und ich bin nass. Ich bin nass. Und ich... Warte, warte. Wo gehe ich gerade durch ein Meer? Ah, ne, über einen Fluss. Okay. Ich versuche einfach nur nach Hause. Anissa, an nach Hause kommen will. Bitte, es ist dunkel. Hallo, ist hier jemand? Nein, ich glaube nicht. Pain, liebe Freunde, Pain. Bitte überlebe einfach. Hab einfach alle Kanalpunkte ausgegeben. Oh mein Gott. Ich gebe mein Bestes, liebe Freunde. Also wenn die Fackel aus ist, dann ist es sehr dunkel. Wir haben die Fackel ja schon so, ja, fast zur Hälfte verbraucht. Hoffen, dass die Sonne vielleicht früher angeht. Oder... Dann müssen wir halt echt legit im komplett absolut Dunkeln da irgendwie durchkommen. Das wäre richtig pain. Oh boy. Die Sonne kann angehen, ja, die Sonne muss... Ihr wisst, was ich meine. Jetzt judge mich doch nicht dafür, dass ich halt kein Deutsch kann. So. Oh boy. Man hört doch die ganze Zeit in-game. Ja, ist doch okay. Vielleicht hört mich ja jemand. Vielleicht ist ja jemand hier. Vielleicht können wir dann ja mal quatschen, so. Wisst ihr, was ich meine? Es ist stockfinster. Mein Gott. Ihr wisst ja, wie sehr ich es liebe, wenn Spiele einfach dunkel sind. Nosferatu. Das stirbt einfach nicht. Ich gebe mein Bestes. Ich fände es toll, wenn es nochmal blitzen würde. Dann sieht man immer nochmal so ein bisschen, was abgeht. Es ist stockfinster, Leute. Wie weit sind wir gekommen? Gar nicht weit! Wir sind... Also wir überleben safe nicht, hungermäßig, bis zum nächsten Morgen. Ich glaube ganz fest an dich, Anni. Danke. Man weiß nie, was hinter der nächsten Ecke wartet. Ich weiß, ja. Also, ja, tatsächlich. Wir hätten im Fluss vielleicht trinken sollen, damit. Aber Hunger halt auch belastend, ne? Was leuchtet da? Da gehe ich jetzt einfach mal nicht hin. Ist das? Das ist irgendwas. Ach, ich habe keine Zeit, um mir was anzugucken. Es ist stockfinster! Hallo? Wir kommen näher. Ich falle gleich einfach von der Klippe, weil es halt so stockfinster ist, dass ich hier einfach einen Scheißhaufen sehe. Ist das eine... Hallo? Hallo, lebt hier jemand? Ja, komm rein, ist doch arschkalt draußen. Hallo, hallo? Kommen Sie rein, hier ist muckelig warm. Hallöchen, ich bin Izzy, was geht? Na? Na, was geht? Warte mal, ich muss dich kurz lauter machen. Warte, Optionen. Audio. So, warte mal. Kurz raustappen, ein bisschen lauter machen alles. Aha. Hallo, hallo? Ah, danke, dass du mich reingelassen hast. Ich bin seit Ewigkeiten irrig durchs Dunkeln und bin so ein bisschen knapp vom Verhungern auf dem Weg zu meiner Base. Hast du vielleicht eine Kartoffel oder irgendwas, was du mir... Ja, es ist hier... Bitte? Geh erstmal was an, oder? Ach ja, ich bin nackt. Es tut mir leid. Ja, unerhört. Also hier ist kein FKK-Haus hier. Oh, danke, danke. Ey, du bist so gut zu mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, vielen Dank. Oh, das fühlt sich gut an. Oh, das fühlt sich gut an. Vielen herzlichen Dank. Danke für deine Gastfreundschaft. Vielen herzlichen Dank. Ist das schön? Mit wem wohnst du hier? Alleine? Ich bin hier ganz alleine mit meinem Kürbis. Aber ist doch schick, Mann. Du musst uns dann später mal besuchen kommen. Oh, kann ich ihn essen? Ja, gönn dir. Alter, du bist einfach eine Legende.
Was heißt denn, uns zu suchen? Mit wem bist du unterwegs? Ich bin noch alleine. Ich suche noch mein Team. Wie esse ich denn den scheiß Kürbis, Alter? Auch klickt man oben auf Essen. Guck mal, ganz schön komische Bewegungen. Ich versuche. Bist du groß? Dann bitte draußen. Nee, schon gut. Ich bin halbwegs stubenrein. Oh, süß. Mit 3. Ah, stimmt, so benutzt man Gegenstände. I see. Oh mein Gott, du hast mich gerettet. Vielen herzlichen Dank, Mann. Vielen herzlichen Dank. Falls du möchtest, besuch uns doch gerne mal bei unserer Base in V19. Wir sind die Gemüsegeschwister. Ich bin da mit Shurioka, Babo, Kalle, Bart und Mauki. Wir bauen großflächig Gemüse an, oder zumindest ist das unser Plan. Und ich schulde dir noch 2 Kürbisse, die hast du auf jeden Fall gut bei mir. Lecker Schmecker, das hört sich gut an. Ja, Mann, ey, ich danke dir vielmals. Ich muss jetzt versuchen, zu meiner Familie zu kommen. Obwohl, auch wenn es so stockdunkel ist und es stürmt. Vielen, vielen Dank, Mann. Wir sehen uns, ne? V19, Bro. Ciao, ciao. Bist du ohne Fackel los? Ich hab noch. Ciao, ciao. Ah, okay, alles gut. Pass auf, das Noob-Schrauber da irgendwo hinten links. Danke dir. So, liebe Freunde, das war doch nett, Alter. Sind wir einfach beim Izzy reingesteppt. Izzy ist voll leise. Das war ein bisschen leise, ne? Aber ich hab Rust schon auf voll Lautstärke gemacht. Und Player Voice ist auch auf voll Lautstärke. Ich glaube, ich höre einen Helikopter. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Ich hoffe, wir kommen jetzt nicht in so eine scheiß Killzone rein, in der wir einfach gleich abgemurkst werden. Das wäre super belastend. Wir versuchen einfach, auf dem absolut geraden Weg nach Hause zu kommen. Oh mein Gott, es wird langsam hell. Oh mein Gott, es wird langsam hell. Wir haben was gefuttert. Wir haben Kleidung bekommen. Wie süß, dass wir einfach Izzy getroffen haben. Liebe Freunde, Izzy zu treffen war einfach absoluter Gamechanger. Was geht denn hier ab? Kann man Izzy einplanen? Versuche ein Pferd zu finden, ja? Ich versuche erstmal meine Leute zu finden. Wie weit sind wir entfernt mittlerweile? Wir haben die Hälfte des Weges geschafft. Aber wir sind gut genährt. Wir haben ein paar Klamotten an. Ist alles entspannt. Alles entspannt, liebe Freunde. Was geht denn hier ab? Hallo? Jemand zu Hause? Schade. Da oben ist aber, glaube ich, Feuer. Ich glaube, es ist auch besser, weil dann brauchen wir auch nur einen Upkeep halten und so. Dann haben wir. Hallo? Bescheid, wa? Hallo? Vielleicht Hallo? Ich mich noch neben dich hier irgendwann hin. Hallo? Wer wohnt denn hier? Hallo? Mama. Kugelmagnet. Olli, ach, was geht? Was geht, Leute? Hi! Na, ich bin gerade erst aufgewacht. Grüß dich, was machst du hier? Ich bin gerade erst aufgewacht an so einem Strand. Ich war, glaube ich, noch nicht existent. Ich suche jetzt meine Familie und, ja, kurz vorm Verhungern habe ich Izzy getroffen, der hat mir Klamotten und einen Kürbis gegeben. Mir geht's wieder, mir geht's großartig. Ich bin schon getroffen. Ja, voll gut. Was macht ihr hier? Wenn du trocknen willst, stell dich kurz an unser Feuer da oben gerne. Boah, mega, danke. Ich bin total durchnässt. Ja, wir haben gerade unsere... Hier, komm einfach hier rein. Mega schöne Base, wow, Mann. Ah, wow, mit Ausblick sogar. Das ist schon fucking Premium. Ja. Das ist schon insane Premium, Alter. So ein bisschen. Wie schön, Mann. Habt ihr echt schön gemacht hier. Gefällt mir sehr gut. Ah. Okay, wir sind eigentlich siehst du von hier aus unsere eigentliche Base unten. Ah, ja, die habe ich aber nicht so vorbeigekommen. Ich wollte eigentlich, ich wollte so ein bisschen Farming gerade machen, also ein bisschen was anpflanzen, aber wir haben uns gerade dazu entschieden, dass wir das oben auf dem Dach der Base machen. Oh, das ist cool, ja. Das ist cool. Deswegen oh, Mann, ist diese Hütte gerade frei geworden hier. Das ist echt schön hier, Mann. Das du ist echt schön. Du hast jetzt gar nichts oder was? Hast du irgendwas, womit du dich verteidigen kannst? Ich habe eine Fackel und einen Stein. Ich bin jetzt auf dem Weg zu meiner. Hier hinten ein Speer. Wow! Ein Speer! Wie nett! Wieso seid ihr alle so nett? Ding, falls euch irgendein Wolf angrifft oder so. Warum nicht? Krass, Mann! Krass, wir müssen zusammenhalten, wir verhungern sonst alle. Das ist mega nett von euch. Vielen Dank, Mann. Vielen Dank.
Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zu meiner Familie. Wir sind die Gemüsegeschwister. Ich treffe die gleich zum ersten Mal und wir wollen jetzt den Gemüsegroßhandel ein bisschen ins Laufen bringen. Also, falls ihr mal auf den Kürbis vorbeikommen wollt, würde mich das mega freuen. V19, liebe Freunde. Genau, alles wenn wir klar, kommen, vergiss nicht, ich bin der, der dir den Speer gegeben hat, ne? Nicht das Feuer eröffnet. Ich werde es dir niemals vergessen. Nein, wir töten nicht einfach irgendwelche Leute. Wir wollen niemanden töten, wir wollen Gemüse an den Mann bringen. Sehr gut. Wir wollen Gemüse an den Mann bringen. Ey, vielen, vielen Dank, dass ich mich hier aufwärmen und trocknen konnte. Ich gehe jetzt mal los, solange die Sonne noch da ist, will ich meine Leute finden, ne? Ciao, ciao. Das ist... Ja, viel Erfolg. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, dann... Ist das schön, so viele nette Leute zu treffen. Nein, man darf niemanden einfach so angreifen, Leute. Das ist ein RP-Server und kein, wir töten einfach jeden, den wir treffen, Server. Heißt, man quatscht ein bisschen, die geben mir Zeug und ich bin so, ey, ganz ehrlich, dafür, dass ihr hier wart, so, kriegen wir hin. So, kommt ihr mal vorbei auf den Kürbis oder so, wisst ihr, was ich meine? Ah, Sonne ist auf jeden Fall am Start, das, ist auf jeden Fall richtig geilo. Boah, ich freue mich so, meine Leute zu treffen. Ah, oh, das wird so gut. Wo gibt's denn so Kürbisse auf der Map? Kann man die finden? Ich hab's noch nie gesehen. Ich hab noch nie einen Pilz gefunden, noch nie einen Kürbis gefunden. Am Wasser und an Flüssen. Ah. Oh. Kill on Sight. Oh oh. Ich war gerade kurz in der Kill on Sight Zone. Oh oh. Wie weit sind wir noch? Ein ganzes Stück noch. Ich glaube, das ist gerade so eine Danger-Zone, in der ich umgebracht werden könnte. Was sehr belastend wäre, aber... Ach Mensch, wie cool. Ey, ich muss sagen, es hat so ein bisschen was von... Nicht was von Real Life, aber so ein bisschen was von... sich treffen. Ah, ich habe das so vermisst. Diese ganzen Corona-Shit. So. Richtig Bock auf jeden Fall gleich eine schöne... Ah, Kill on Sight ist deaktiviert. Puh, wir haben es auf jeden Fall aus der schwierigen Zone geschafft, liebe Freunde. So schöne Map, Alter. Wow. Und irgendwas glitscht da, glaube ich. Oder was auch immer das ist, aber... Wow. Oh, wir sind fast da. Anachtet nie auf Chat. Doch, ich lese doch, ich lese doch. Ich schaue doch, wie schön das hier ist, Freunde. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Übrigens, danke fürs Abonnieren. Sekorea mit Twitch Prime. Godzilla, 5 Monate. Liza Marei, 4 Monate. Priestley, 23 Monate. Tobi, dankeschön. 21 Monate. Chilling Chuli. Oh, Charlie, was geht? Danke fürs Abonnieren mit Twitch Prime. Blue Davis, danke 9 Monate. Fox, danke fürs Abonnieren. Madlier, danke für 8 Monate. Yami, dankeschön fürs Abonnieren im 7. Monat. SEQ, 8 Monate, dankeschön. Trivana, dankeschön fürs Abonnieren. So. Hm. Mit Speer? Wie einer von diesen jungen dynamischen alten Sekten aus der Sprudelwasser-Dauerwerbesendung, das ist der Krieg. Bam 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 bam. Ich freue mich auf ein Streamer-Projekt. Ein Pferd.
cool! Wenn man fährt. Muss ich lang hier. Hier gibt es irgendwie keine Wege so richtig. Hallo! Und es ist nicht Papo. Hallo! Das ist Anni. Was geht? Ich habe ein Pferd gefunden. Ja, moin. Guten Morgen, was geht, Freunde? Wie steige ich ab? Das ist einfach die Kevin. Leertaste. Lass los, Anni, lass los. Du darfst absteigen, das ist kein Ding. Das Gute ist, wir haben eben eine halbe Stunde darüber diskutiert, wer dich jetzt abholt. Und du kommst einfach angeritten, das ist mega nice. Der Geist von Kevin. Was geht, liebe Freunde? Neuen Pferd. Was geht, liebe Freunde? Ich hatte ein paar sehr nette Leute auf dem Weg, die mir geholfen haben, nicht zu sterben. Wir schulden eventuell 2 Kürbisse. Ja, ich wär wirklich fast verreckt. Ich hatte noch so ein Essen. Hallo. Hi, Papo, what's poppin'? Wow! Digga, das Spiel ist doch erst seit 3 Stunden online. Wie habt ihr denn so eine geile Bude hergerichtet? Habt ihr schon einen Bär gelegt? Ich hab alle Schuhe Joker gemacht. Ja, klar. Nicht wahr. Nicht wahr. Ja, mein besten Freund. Wow. Wow. Mein Gott, es geht noch weiter hoch. Wieso ist das so cool? Oh. Es ist so schön, wenn Leute sich darüber freuen und das wertschätzen. Pia, du bist so eine Architekturgöttin. Einfach diese Wendeltreppe mit den Etagen. Okay, jetzt ist es unangenehm. Ich raste aus. Jetzt ist es unangenehm. Was geht? Wo bauen wir unser Gemüse an? Ich habe Kürbispflanzsamen dabei. Wir haben jetzt auf dem Balkon mal nur so 3 Pflanzentröge. Da wachsen schon Kartoffeln. Ja, mein Balkon! Und wir brauchen irgendwie... Wir bräuchten noch wahrscheinlich einen Pferdestall, damit uns unsere Pferde nicht alle geklaut wird. Und wir müssen noch diese großen Felder lernen. Wie kann ich? Achso, wir müssen die großen Pferde lernen. Ich bin weg. Tschüss. Wie weg? Tschüss. So wie vorhin, einfach weg. Pia! Einfach weg. Glaubst du, er tötet wieder irgendjemanden? Was soll ich tun? Sehr wahrscheinlich, ja. Was? Wieso fragst du mich? Ach so, ich weiß nicht. Kalle, was soll ich tun? Kann ich was tun? Brauchen wir irgendwas? Dann gehe ich es holen, dann besorge ich, dann gehe ich farmen. Ich bin bereit. Soll ich uns ein schöneres Schild malen? Ressourcen? Ressourcen, was brauchen wir alles? Hast du ein Problem mit meiner Karotte? Die sieht wundervoll aus. Wäre nicht. Wir brauchen tatsächlich Ressourcen und wir brauchen Scratch ganz viel, damit wir neue Sachen lernen können. Irgendwie ist unser ganzes Geld weg. Ich weiß nicht genau, wo das hin verschwunden ist. Geld? Aber irgendjemand hat unser ganzes Geld ausgegeben. Hm. Für diese Scratch, das sind diese Metallteile. Hm. Das ist die Geldwährungseinheit. Ah, ich habe einen Schlafsack. Ich habe einen Schlafsack für dich. Oh, nice. Solltest du noch umplatzieren, damit du hier wieder spawnst. Geil. Anni, ganz kurze Frage. Oh, der ist sogar so süß und rosa. Shit. Der ist rosa. Anni, ich habe eine Frage an dich. Ja? Wie viel bedeutet dir dein Pferd? Ich kenne es schon. Schon wieder. Ein paar Minuten. Habt ihr es getötet? Irgendwie kann ich das hier nicht abstellen. Das ist, was Kalle mit Pferden normalerweise macht, dann ja. Oh mein Gott. Du musst dich erst hier registrieren. Du musst dich hier... Du musst einmal dieses Dings da angreifen. Antatschen. Diese Box. Vor dir. Da. Ah. Mit E. Dann bist du registriert. Dann kannst du bauen. Cool. Also... Ja. Also Kalle hat mein Pferd damals getötet. Obwohl es mein bester Freund war. Der mich durch dick und dünn begleitet hat. Aber ja. Also... Ne? Oh, es ist rot. Im Schloss machen statt dem... Anni. Schläf. Hier.
ein Zahlenschloss und nicht das hier. Das ist mit dem Schlüssel so ein bisschen blöd. Ich will ja nicht gemein sein, Kalle. Aber... Hm, sei ruhig gemein, du Kalle. Ist was okay. Ist gemein? Kalle ist auch gemein zu anderen Menschen. Zahlenschloss, du hast so ein Schlüsselschloss. Wo kann ich meine Kürbissamen hintun? Nee, aber das liegt einfach nur hier am Boden rum. Oben, Anni, oben. Da sind Kisten. Das liegt auf dem Boden rum. Oben sind Kisten. Da, wo ich stehe, hier bei mir. Nee. Die erste Kiste. Das lag hier. Scheiße. Ich dachte, das wäre schon für die Haupttür gewesen. Nee. Nee, das ist ein anderes. Ihr habt gesagt, wir brauchen Metal, ne? Dann würde ich mich ganz kurz auf den Weg machen und mal gucken, ob ich irgendwo was finde. Jo. Was brauchen wir alles? Holz, Metall, Scratch. Wo findet man dieses Scratch? Diesen einzelnen... Das findest du überall. Da stehen überall so kleine... Ah, nice. Da hast du halt überall solche Fässer, die du zerschlagen kannst. Mhm. Und da drinnen ist halt super viel Loot drinnen. Und das einfach alles mitnehmen, damit wir Sachen lernen können. Weil wir haben hier hast du diesen Tech-Tree. Mhm. Ah, oh. Das Scratch. Der kann doch nicht weg sein. Cool. Hat den irgendwer ausgegeben? Was denn? Was denn? Wer hat das ausgegeben? Hat jemand den Scratch ausgegeben? Also unsere Metallteile. Was ist Scratch? Nee, ich glaube nicht. Ja, die Währung. Scrap, nicht Scratch. Genau. Scrap. Es kann sein, dass Papo die mitgenommen hat. Oh, ich habe es, glaube ich, aus Versehen in meine Kiste getan. Ich pack sie dazu. Komm, Ferdi. Oh, dein Name für dieses Pferd. So, liebe Freunde, fürs Team. Gemüsegeschwister. Ah, war nervig, dass mein Pferd immer mitnehmen muss. Naja, na komm. Warte! Ferdi! Fällen wir einen Baum. Dieser Baum sieht aus, als ob der schon viele Jahre gelebt hat und jetzt von mir mit einem Stein gefällt werden möchte. Scheiß auf die Umwelt, Leute. Gönnen wir uns diesen Baum. Bonita Ferdinand. Ja, Ferdinand ist, glaube ich, so der Standardname für so ein Pferd, ne? Wie heißt nochmal das Pferd von Link? Vielleicht nennt es einfach so Epona. Ah, das ist ein bisschen cringe, ne? Und einen coolen Namen fürs Pferd. Ferdi? Ist der Baum, den ich gerade... Ich bin so bad. So, wir können auch jetzt bestimmt
Wie ging das mal mit dem Craften? Crafting? Hammer? Stone Hatchet? Stones. Oh, ich brauche Steine. Wo kriegt man nochmal Stein her? What's poppin'? Hey, hey, hey. Die anderen beiden wollen am Haus noch weiterarbeiten. Hast du Bock, irgendwie mit Richtung Straße zu gehen, um Scraps zu besorgen? Also die Währung praktisch im Game? Oder willst du jetzt mal ein bisschen weiterfahren? Ich tu nur das, was ich denke, was getan werden muss. Fuß. Und dein Arsch hängt raus. Das ist mir verpixelt. Kannst du nicht mit aufsteigen? Ja, ich kann leider kein... Ich glaube nicht. Ich meine, wär ein schönes Szenario, wenn wir zu zweit auf so einem Pferd reiten könnten, aber ich glaube nicht. Stehst du drauf? Ich kann halt drauf stehen bleiben. Geht es? Ja, du bist zu schnell. No. Also kannst dich nicht richtig draufsetzen. Wir brauchen ein weiteres Pferd. Das werden wir schon finden irgendwann. Wo ist denn die Straße? Wo geht's lang? Es gibt halt ein paar. Die Problematik ist, es gibt auf der Map mehrere Zonen, in denen man praktisch einfach getötet werden darf. Mhm. Und da wollen wir ja im besten Fall eigentlich nicht hin, ne? Mm, ja. Das heißt, ich würde. Bin ich eben schon durch eine durchgelaufen, das ist auf jeden Fall belastend. Ich würde sagen, wir gehen auf die andere Seite von dem Berg. Ich glaube, das ist die beste Option. Hm. Wie sieht's bei dir mit Essen aus? 139 habe ich noch. Ja, okay. Wo müssen wir denn hin? Da vor uns müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist rein theoretisch so ein Kill-on-Sight-Ding. I see. Wie fühlst du dich? Wie einer von diesen jungen, dynamischen alten Säcken aus der Sprudelwasser-Dauerwerbesendung. Das ist extrem. Radikal. Ein Muss. Boah, ich will nicht mal auf diesem Pferd reiten, das ist so nervig. Zu Fuß unterwegs sein ist viel entspannter. Bad? Oh, da oben ist der. Ups. Scheiße. Oh mein Gott! Aber jetzt läuft es zumindest wieder. Also man ist schon echt schnell mit so einem Pferd. Ne? Das muss man auch einfach mal lassen. Beweg dich! Na komm! Mein Gott! Geh doch! Es bewegt sich nicht mehr. Mein Pferd will nicht mehr. Ah, jetzt. Was ist mit dir, Pferd? Warum hast du mich? Ich will zu Fuß laufen, das nervt mich. Dann müssen wir gleich Bart finden gehen und dann gehen wir Scrap finden. Ah, Pain.
Jo, ich will das Pferd nicht mehr, es nervt mich. Tschüss. Okay, kein Problem, warte kurz. Warum tötest du es denn? Oh, töten ist doch... Warum... Ich... So, Pferd ist weg. Kalle, ich würde gerne mit dir über ein wichtiges Thema reden. Hast du schon mal den Begriff Therapie gehört? Google das vielleicht mal. So, du hast gesagt, du willst das Pferd nicht mehr. Ja, google mal, ne? Ciao, ciao, ich muss los. What the fuck? Anni, ich habe Essen gemacht. Pferdefleisch, Rostbratwurst. Kalle Shoyoka, wo ist Bart? Bart ist hier hinten. Gehe ich jetzt in die richtige Richtung? Ja. Er hat schon das Pferd von Bart getötet und gegessen. Oh mein Gott. But why? But why? Das Pferd war auch noch so jung. Und nützlich für Leute, die reiten können. Mann. So, wir finden Bart irgendwann. Jetzt haben wir auf dem Weg noch ein bisschen was ein. Na 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 na. Oh, Blueberries, schön. Wie einer von diesen jungen dynamischen alten Säcken aus der Sprudelwasser-Dauerwerbesendung, das ist der Krieg. Radikal. Ein Monster. Na, wir laufen in die richtige Richtung auf jeden Fall. Zweite Pferd. Aber warum? Warum tötet denn nicht einfach irgendwie ein Wolf oder ein Schwein? Warum ein Pferd? Warum spielt es auf niedriger Grafik? Weiß nicht. Ich denke normale Grafik, oder? So. Oh. Hier oben scheint es sehr kalt zu sein. Hm. Ja, ja. La 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 la. Wow. Da wird bestimmt geschossen. Ah! Hört mich noch nicht. Heute gibt es Pferdelasagne. Oh Gott. Oh Gott. Pain. Fucking Pain. Bart! Pain, einfach Pain. Hi, na? Ah, ich hab das Pferd zurückgebracht. Du hast nicht zufällig was zu essen dabei? Ich hab Blaubeeren. Anni, ich will das Pferd nicht mehr. Das wäre super. Ich hab nicht. Warte, wie kann ich das droppen? Warte. Einfach rausziehen aus dem Inventar. Der uns mal einen kleinen Sichtschutz auf, dass niemand zusieht. Lol, wieso habt ihr schon so viele Sachen? Krass. Ah,
Ah, das habe ich gerade gefunden. Aber ja, du wolltest mir was von deinem Pferd erzählen. Oh Mann, ich wollte nicht mehr mit dem Pferd reiten, weil das war mir so schwierig zu lenken und dachte, ich bringe das zurück zur Base, dann kannst du das anders benutzen. Und meinte dann zu Kalle, hier, du kannst das Pferd haben, ich brauch's gerade nicht. Und dann hat es einfach getötet. Das war sehr belastend. Ja, so ging es mir mit meinem besten Freund. Oh. Ich habe am Anfang ein Pferd gehabt, was ich Kevin getauft habe, der mir geholfen hat, als ich ganz alleine war und niemand von den anderen da war. Und als Kalle dann zu uns gekommen ist und ich ihm Kevin vorgestellt habe, hat er ihn einfach getötet. Belastend. Ich habe Kalle gefragt, ob er vielleicht eine Therapie oder so machen möchte, so. Weißt du, was ich meine? Er meinte, er weiß nicht, was das ist und hat dann gesagt, dass er jetzt Pferdelasagne kochen wird. Ja, nachdem er meinen besten Freund Kevin getötet hat, hielt er es für eine gute Idee, mir sein gekochtes Fleisch zuzuwerfen, welches ich immer noch im Inventar habe. Oh Mann. Hast du Steine? Ich will mir so eine Steinaxt machen, aber irgendwie habe ich keine Steine. Ich weiß auch nicht, wo man Steine herkriegt. Du kannst Steine abbauen mit einer Spitzhacke. Oder mit einem Stein. Aber wo? Ich kann ein paar droppen. Oh, Kill on Sight jetzt aktiv. Wir sind in der Kill on Sight Zone. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh ja. Kill on Sight ist jetzt deaktiviert. Haha. Das sind so Steine, die... Warte mal, ich guck mal, ob ich welche finde. Beispiel. Hast du mir jetzt schon Steine gedroppt? Weil ich hab die nicht aufgehoben. Ich hab mir einen Hammer gebaut. Ich glaube, das war das Unnötigste, was ich hätte bauen können. Fail. Schön den Baum gönnen. Ich muss mir dringend eine Axt machen. Da hinten sind Steine, die man zum Beispiel abbauen kann. Oh! Wo? Im Süden. Wo? Hier hinten irgendwo. Ah, guck mal. Hallo, Papo! Hallo! Ja, soll ich dein Map bauen? Oh. Das Ohr. Ja, aber so sehen die Steine aus. Du musst ja nur welche suchen, die ein bisschen anders aussehen. Einer, der nicht groß gewachsen ist. Oh. Hier hinten, Anni, ist einer, der ein normaler Stein ist. Normaler Stein. Normaler Stein. Dann geht das schneller. Da. Nice. Ein normaler Stein. Alter. Sorry. Aui! Wurdest du eigentlich schon umgebracht? Ich bin immer noch am Leben. Ich habe bisher dank meines besten Freundes Kevin noch nicht einmal sterben müssen. Es tut mir echt leid, dass Kevin tot ist. Ich krieg die Krise, diesen Stein abzubauen, Alter. Ich raste aus. Nee! Solltest du nicht schon lange eine Spitzhacke bauen? Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Ich will aber keine Spitzhacke, ich will eine Axt vor allem. Ich glaube, ich kann beides bauen. Craft.
Craft. Okay, wo kriegen wir Scrap? Wofür brauchst du Scrap? Brauchen wir nicht Scrap? Sollen wir nicht Scrap holen gehen für die Leute? Achso, generell, ja. Ich dachte, du überlegst gerade wegen Crafting und so, aber... Alles. Ja, Scrap kriegen wir, wenn wir an der Straße entlang gehen und da so Sachen looten und kaputt machen und so. Dann let's go! Okay, dann gehen wir hier. Kannst du auf der Karte markieren, wo wir lang müssen? Oder ich folge dir einfach. Ich bin leider immer nur der Team-Captain. Also ich kann eine Markierung setzen, aber die Markierung sehe nur ich. Ah, I see. Wir versuchen uns jetzt so ein bisschen durch die beiden Killer- und Side-Gebiete durchzubewegen und dann einfach an der Straße zu bleiben. Hast du irgendwas zu essen noch dabei für dich? Weil ansonsten wird es problematisch eventuell. Ich habe noch 87, wie lange komme ich damit aus? Im Zweifelsfall kriegst du... Ja, noch ein bisschen. Im Zweifelsfall kriegst du das letzte Bein von Kevin, was ich noch habe. Oh mein Gott. Das ist alles grausam. Ja, ich wollte es eigentlich nutzen, um ihn wiederzubeleben, aber ich habe es behalten und dachte, ne, im schlimmsten Fall. Oh, warte, ist steiny. Alter, mit der Spitzhacke, das bringt ja 700 Millionen mal mehr. Und es geht vor allem auch nicht leichter. Geil, ich hab so viel Stein bekommen. Spitzhacke OP. Okay, wo lang? Oh, nice. Den kannst du die unendlich stacken praktisch. Also du bist nicht irgendwann überlastet oder so. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr nice. So. Hier vorne ist Straße. Da siehst du schon irgendwie so kaputte Autos und so ein Zeug. Da kriegst du es weg. Au. Yep. Ist hier Kill on Sight? Nee, ne? Team. Kill on Sight ist nur, wenn du oben rechts im Bildschirm so ein rotes Fadenkreuz hast. Ah, okay. Oh, ich glaube, mir geht's schlecht. Ich habe nur noch 30 Leben. Ist schlecht, oder? Das ist sehr schlecht, ja. Wenn du auch noch wenig Nahrung hast, sag mal Bescheid. Dann ich muss kurz meine Kleidung ausziehen. Mir ist warm. So. Ich hab keine Ahnung, was ich tun muss. Mit was greifst du das an? Du hast immer so Fässer. Genau, du hast immer so Fässer, die kannst du mit der Spitzhacke kaputt machen. Mm. Da ist Scrap drin. Ansonsten kannst du halt hier in diese Kisten, die da sind, gucken, ob da was Interessantes drin ist. Musst du nicht kaputt machen, kannst du mal reingucken. Scrap. Und das nehmen wir halt mit. So, dann müssen wir jetzt ein paar Sachen abklappern. Kann man halt super viel unterschiedlichen Stuff finden. Hier, die links, diese Tonne, das meine ich, die kannst du kaputt schlagen. Cool. Wir sind Wanderer. Yep. Und da drin ist dann halt Scrap. Cool. Ja, in der Hoffnung, dass wir irgendwo noch Essen finden. Cool. Ein Nähset. Ich finde so viele coole Sachen.
Cool. Oh, ich habe noch 56 Leben. Bisschen schlecht. Kriegen wir hin. Ja, warte, 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 warte. Komm mal hin, bleib mal stehen. Kann ich dich damit bandagieren oder kann ich nur mich damit bandagieren? Nimm die mal und halt mal Rechtsklick oder so. Geht's dir jetzt besser? Ich guck mal. Oh ja, 5 besser. Mir geht's jetzt 40 gut. Nice. Okay, wie sieht's mit deinem Essen aus? 57. Ja, dann warte mal. Drop ich dir hier mal noch was. Take this, Annie. Take this. Oh, nice. Das eine ist was zum Essen und das andere ist zum Heilen. Dankeschön. Mega nett. Oh, nice. Jetzt geht's wieder richtig gut. Sehr gut. Wir sind Reisende. Auf der Suche nach Dingen. Die Supposed of Components. Ah. Da kann man sich Autos aufhören. Mount. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, schnell raus hier. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, mit einem brennenden Auto zu fahren. Klar, ich habe nur gute Ideen. Oh, was ist das hier? Hat hier ein Spieler gebaut? Oh, guck mal, das ist ein Spieler. Kann man irgendwie alles looten direkt? Nee, ne? Da hinten sind Spieler, Anni. Und? Ich glaube nicht, aber hier hinten sind Spieler. Meinst du, die töten uns? Weiß ich nicht. Wir können mal hingehen und fragen, wie es denen geht. Wie sieht's bei dir mit Trinken aus? 88. Ganz gut eigentlich. Ah, oh, okay. Ach, das kann man nehmen einfach. Ja, wir brauchen halt mehr Essen und ich weiß nicht, woher wir das kriegen sollen, wenn nicht von anderen Spielern. Wir sollten uns noch langsam auf dem Weg home machen. Wie viel brauchen wir denn? Haben wir nicht viel? Also ich habe 24 Scrap. Das ist nicht so übertrieben viel. Ich habe 42. Ja, geht. Ich gehe mal da vorne zu dem einen Spieler und frage den mal was so, ob der eventuell Essen hat. Kakteen kann man abbauen. Oh, gut, das können wir gleich machen. Bart! Bart! Wir können einfach Kakteen abbauen und essen. Kann man die essen? Mhm. Hier, warte. Wie viel Essen? Irgendwas Essbares bekommen? Ja, Kaktusfleisch. Hier, nimm mir. Muss ich das erst braten oder kann ich das so essen? Du kannst es so essen. Da vorne ist übrigens ein NPC, vor dem sollten wir uns ein bisschen in Acht nehmen. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Okay. Nice.
Ich probier mal was. Kann sein, dass es dumm ist, aber ich probiere es trotzdem. Oh. Auch noch eine Spitzhacke. Bipipipipi. Hä? Ah, ich kann es nicht nehmen. Okay, ich hab's doch lieber gelassen. So dumm bin ich auch wieder nicht. Kannst du das aufsammeln, wenn mein Inventar ist voll? So. Wie viel Scrap hast du mittlerweile? Ja, immer noch ziemlich wenig. Was ist denn viel? Wie viel bräuchten wir denn so? Ich glaube ein Pferd. Also ich glaube ein Pferd kostet 50 oder so. Hm. Aber du kannst natürlich dir dadurch neue Sachen beibringen, wenn du es craften lernen. Das heißt, es gibt eigentlich nicht zu viel Scrap. Okay. Ja, zu viel, dachte ich mir. Oh, hier ist ein Telefon, mit dem kann man überall andere Telefone anrufen. Wenn du die Nummer hast, kannst du jeden anrufen. Directory, Gas Station, Supermarket. Hm. Keiner geht dran. Schade, dann ist gerade wahrscheinlich niemand da. Ich würde sagen, wir schnappen uns noch ein oder zwei Kakteen für den Rückweg und dann laufen wir zurück. Mhm. Ich guck gerade noch, was hier noch so abgeht. Magst du noch das aufheben, was hier fällt? Weil mein Inventar ist voll. Ja, natürlich, natürlich. Das ist so ein Paddel. Ist voll cool, das ist wie so Lootkisten. Ich liebe es, der Überraschungseffekt ist enorm. Ich weiß nicht, wie viel ist eigentlich, ne? Also, schwierig. Aber es ist was anderes. Es macht Spaß, ich kann nicht aufhören, diese Kisten kaputt zu machen. Du läufst in die falsche Richtung. Echt? Oh. Wenn wir zurück wollen, ja. Wenn du nicht zurück willst, sondern ich will nicht zurück. Guck mal kurz auf die Map. Wo sind wir denn hier? Die Karte ist ja nicht mal... Ja, wo sind wir? Wo... Lul, Alter, wir sind ja am Arsch der Welt. Hm. Wir können eigentlich einen Großteil über die Straße zurücklaufen, oder? Noch laufen. Ja, oder wir laufen weiter bis zur Gas Station. Mhm. Aber das Problem ist halt, wir haben kein Essen, ne? Also, ja. Wie sieht's bei dir mit Essen aus? 65 und du? 68. Hm. Dann lass uns auf den Rückweg gehen. Wir können ja über die Straße den größten Rückweg zurücknehmen. Okay. Nehmen wir noch alles, was wir am Straßenrand finden, und dann hauen wir ab. Können wir gerne machen. Geh mal hier ein bisschen weiter nach drüben und versuch die Kakteen mitzunehmen. Musst du mit einer Axt machen, ne? Hast du eine Axt? Ja, hab ich.
Oh no, es wird dunkel. Oh, Granola war das gut. Pickles. Oh, ich musste mich gerade übergeben, weil ich was gegessen habe, was schlecht ist. Hi! Weiterlaufen, nicht weiterlaufen. Ich habe gerade Essen gefunden, hab's gegessen, hab dann noch eins gegessen, hab mich dann übergeben, ja, und hab voll viel Food verloren. Das ist ein bisschen Pain. Ja, du hast wahrscheinlich irgendwas gegessen, was nicht mehr gut war. Da vorne sein. An dem LKW läuft ein NPC rum, da dürfen wir nicht zu nah rangehen. Oh, das ist gut. Ansonsten, wie wenig Essen hast du denn jetzt? Ich habe jetzt 111. So, Home, wie sieht's bei dir mit Food aus? 68 wieder. Wir können hier lang gehen, dann können wir die KP noch mitnehmen. Ja, ja. Oh, damn. Den Kaktus abbauen, ja. Dann mache ich Licht. Teamwork, Leute, Teamwork. Teamwork makes the dream work. Jo. Nice. Home, home, home. Hier lang. Ah, dunkel. Nein, ich habe eine Fackel. Ich nicht mehr, mal ist gerade kaputt gegangen. Oder so, sehen wir es noch. Dann werde ich einfach meine Fackel hochhalten und dann sehen wir beide was. Ja! Wie sieht's bei dir hungermäßig aus? 50 gerade, also geht noch. Willst du Kaktusfleisch haben? Ja, natürlich cool, wenn wir irgendwie zwischendrin. Das ist besser als nichts, ja, wenn du hast, gerne. Warte. Oh, es ist so dunkel, ich sehe einen Scheiß. Bei den Palmen Kokosnüsse suchen. Siehst du, wie dunkel es ist? Ich kann gar nichts sehen. Was soll ich hier suchen? Kriegen wir hin. Ich meine, du könntest auch eine Sekunde warten, dann würdest du wieder was sehen durch die Fackel, aber... Dann läufst du mal vor. Okay. Auch noch was. Ich habe noch 77, das passt. Da
das 50. Passt. Die Frage ist halt, ob irgendwas zu essen auf uns wartet. Weil wenn wir gleich zurückkommen und da ist nichts, dann ist ein Problem. Ja, das wäre echt blöd. Kann man Nahrung kaufen? Weiß ich nicht. Händlern hier? Voll schön hier mit den Lichtern. Yep. Hier drin darfst du deine Waffe nicht in die Hand nehmen. Also hier drin darfst du nur so nichts oder irgendwie Fackeln oder so in der Hand haben. Ansonsten werden die NPCs hier sehr wütend. Kann man das Wasser hier trinken? Ja. Let's nee, go! Ist so, aber ich hab Wasser, wenn du was brauchst. Ja, ich muss was trinken, ich bin dehydriert. Wie trinke ich denn aus diesem Wasser hier unten? Ja, warte. Komm. E, oder? Das ist Salzwasser, das sollte ich sagen. Oh, Saltwater. Ah, komm mal her. Hier, nimm mal den Kanister. Trink da raus. 5, 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 5
was ist das Geräusch? Oh, oh. Ich frage mich nicht, wo die anderen gerade sind. Weiß nicht, wahrscheinlich zu Hause. Ne, die sind beim Powerplan. Die sind komplett woanders. Willst du den Stein hier noch abbauen? Mhm. Geil. So, irgendwo hier müsste unser Haus sein. Wir sehen jetzt halt leider nur nichts, weil kein Licht an ist. Niemand da, der auf uns wartet. Schade. Traurig. Ja, hier hinten ist das Haus. Der alte Marker von Shoyoga ist ein bisschen beiseite. Hm. So, wenn wir Glück haben, sind die Kartoffeln gewachsen. Das wäre so schön. Kann man irgendwie Licht anmachen? Haben wir keinen Strom? Ich glaube, wir haben noch keinen Strom und keine Lampen, aber wir haben Feuer. Feuer? Ich hab gar nichts sehen, gar nichts. Kannst du mal deine Fackel nochmal kurz anmachen? Ah. Oh, nice. Nicht hell. Ja. Es ist so stark, finster. Hier haben wir keinen Fackeldings. Ja, wenn wir Glück haben, haben wir jetzt hier drüben Kartoffeln. Oh, ich habe keinen Schlüssel. Oh, ich habe den Code auch nicht. Ah. Doch, ich weiß ihn. Sicher? Steht in der Gruppe bei WhatsApp. Ich dachte, ich wüsste ihn, aber ich habe was falsch angegeben. Aha. Ah ja, ich habe wirklich was falsch angegeben. Alter. Habe ich das falsch angegeben? Und jetzt sollte es eigentlich offen sein. Ah. Ja. Aha. Ich glaube, die sind noch nicht gewachsen. Die Genetics von von Potatoes angezeigt werden. Hm. Ich glaube, die sind noch nicht ausgewachsen. Nein, leider nicht. Oh, aber schön hier. Ja, ja. Schöne Base hat Pia gemacht. Ja. Pia hat sich sehr viel Mühe gegeben und Sachen nochmal umgebaut, nachdem wir gesagt haben, wir hätten es gerne anders. Pia gibt sich immer so viel Mühe mit Basebau. Das macht das auch sehr schön. Ah, siehst du auch diese Geister, die hier sind? Was für Geister? Diese kleinen Geister? Wo bist du und was für Geister? Unten. Ach so. Das sind keine Geister. Das sind die Blätter vom Boden, von den Pflanzen. Aber klar, ja, das sind unsere Hausgeister. Das sind die Geister der getöteten Pferde, die, ne? Auf Rache warten. Ich pack gerade mal einfach mal mein ganzes Inventar hier aus.
Oh. Kann man sich nicht setzen? Kann sich nur ducken, ne? Ich glaube ja. Also ich glaube, wenn du einen Stuhl hast oder so, kannst du dich da drauf setzen. Hm, stimmt. Wie viele haben wir jetzt eigentlich am Ende bekommen? Ich habe jetzt 66 Scrap. Ich habe 22, weil ich uns noch Essen gekauft habe. Oh, also es ist okay. So, wir werden damit jetzt nicht giga viel lernen können, aber es ist okay. Wo sind denn die anderen? Links von unserem Power Plant. Was ist das, Power Plant? Ist gar nicht so weit. Sollen wir da hingehen? Können wir gerne machen, ja. Hast du ein bisschen was zu essen dabei? Wobei, ich hab nichts zu essen dabei. Nichts zu essen. Das ist halt echt schwierig. Hm. Ganz kurz, was die Kartoffeln sagen oben. Kartoffeln sind noch nicht bereit, geerntet zu werden. Ist jetzt die Frage, ob wir einfach zu den anderen laufen und hoffen, dass die Nahrung haben, oder ob wir nochmal in dieses Lager von eben gehen und ich kaufe nochmal welche. Nee, kaufen nicht. Vielleicht finden wir auch auf dem Weg was. Lass uns einfach gehen. Okay. Ich weiß nicht, wie man abschließt. Ja, da lang müssen wir einfach Richtung Westen. Öffnen oder klopfen? Okay. Boop, bibidoop, bibidi-boop. Na, Schloss Rot ist es zu. Okay, perfekt. Wir gehen gucken, was Pia und Kalle so machen. Hallo?
Hallo. Nein, wir wollten gerade zu euch stoßen. Könnt ihr Hilfe gebrauchen bei irgendwas? Wir haben auf jeden Fall ein bisschen... Hier wurde gerade bei dem Powerplant wurde geschossen. Oh. Ja, und in der Nähe unserer Basis war auch ein Spieler gerade. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, wir haben so ein bisschen Rohstoffe gesucht. Kurz in die Basis gelaufen. Wir haben Scrap besorgt. Ich bin kurz in die Basis gelaufen, um zu gucken, wie weit die Kartoffeln sind. Ah, nice. Nice, nice, nice. Ich habe 66 und Bart irgendwie 20 oder so. Hm? Anni? Ja? Warum trägst du einen Socken? Oh, jetzt nicht mehr. Oh, what? Warum schaust du mir auf die Füße? Ist die bessere Frage dir. Dreh dich aus, Bart. Wie bitte? Oh mein Gott, Entschuldigung. Sieht witzig aus. Danke. Das ist ein Socken. Ich hab mir ein tolles Outfit drauf. Siehst du das? Gerade. Sieht das bei dir auch so aus, als hättest du einen weißen Socken auf? Zwischendurch ganz kurz so, ja. Ja, das ist. Ja, das ist dieser Berg, glaube ich, der das so ein bisschen weird macht. Ich dachte wirklich, es wären Socken gewesen. Ich war sehr verwirrt. Oh, aber es sieht auch aus, als du jetzt so Füßlinge an hättest, Pia. Lustig. Haha, jetzt sehe ich, was du meinst. Wie lustig. Pia hat einen Fußfetisch. Ja, das wissen wir ja. Hallo? Hallo? Ich würde mal nach meinen Kartoffeln gucken. Wir waren gerade da, ist noch nicht gewachsen. Okay, wie viel Scrap habt ihr jetzt? Ich habe 66. Insgesamt 80. Ja, insgesamt so 80, okay. 90. Okay, wir brauchen, glaube ich, auch noch Metallrohre, ne? Wir haben so viel Metallstuff mitgebracht. Wir brauchen eine Iron Pipe, genau. Boah, Iron Pipe, keine Ahnung, wir haben echt viel mitgebracht. Könnt ihr mal in. Ja, zu Hause mal zurückgehen gucken. Und gucken, wenn wo ihr wart. Ihr? Wo wart ihr? An wart der ihr Straße. Bei dem Airfield oder wo? Wir waren an der Straße und haben so ein paar Dings gelootet. Ein paar Fässer. Ich würde auch zurückgehen, okay. Weil, wie schon gesagt, so Spieler bei uns waren an dieser Stelle, wo du Wasser pumpen kannst, direkt über unserer Base. Nicht, dass die irgendwas Habt Dummes ihr machen. Habt ihr wieder abgeschlossen, als ihr gegangen seid? Mhm, Tür geschlossen. Wir haben die Tür zugemacht, aber ich kann halt nicht abschließen. So. Also das Codelock muss immer rot sein. Dann da war rot. Ja, das ist permanent rot. Okay. Wir haben vorhin Bären so erlegt, das war krass. Das ist wirklich krass. Hey, wo habt ihr die Schusswaffen her? Ich will auch eine Schusswaffe haben. Also, vielleicht. Ich weiß nicht genau, was damit erledigen möchte, aber... Gebaut. Ich kann dir auch eine bauen, Anni. Mega, das wäre cool. Lalala. Kartoffel. Kartoffel. Was macht Papo die ganze Zeit? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Mit der Axt kann ich das nicht abbauen, ich bin ein Idiot. Aber du kannst das abbauen, ne? Ja. Schaut gut aus. Ach, Pia. Hm? Ich kenne mich nicht so mit Rust aus. Was ist so der nächste Step, den wir machen würden? Genau, Alter, genau ich schau auf deinen Fuß. Ja, wenn du dich genau auf das Glänze-Ding stellst, Pia, dann will dein Fuß mit dieser halben Socke ja basically weggenatzt werden. Das ist ganz schön frech. Ja. ich glaube, in erster Linie brauchen wir halt jetzt Scrap, weil wir mit dem Scrap neue Sachen auf der Workbench lernen können. Mhm. Also so bessere Ausrüstung und Outfits und mehr Sachen zum Bauen und so weiter. Wie viel braucht man denn? Brauchen wir so 100? Brauchen wir so 5000? Ich habe keine Ahnung. Ja, so 500. Mal für den Anfang. Also für die neue Axt, die wir lernen wollen, brauchen wir 75. Mhm. Das haben wir jetzt auf jeden Fall. Das heißt, wir könnten eine Spitzhacke lernen und dann mal gucken, was sich sonst noch so ergibt, zwecks, dass wir halt die größeren Plantagen kriegen. Mhm. Also es ist kein Problem. Bart und ich können noch mal los und das ganze Scrap besorgen gehen. Das Problem, warum wir zurückgekommen sind, war, dass wir verhungert sind. Und dann mussten wir halt für irgendwie 20 Scrap oder so Essen kaufen. Ups. Bei den Händlern. Das war ein bisschen Pain. I feel that.
Ja, ich hoffe, dass das mit den Kartoffeln langsam was wird. Sollten wir hier schauen, dass wir die Felder recht früh machen. Dann haben wir nämlich durchgehend Essen. Mhm. Richtung Home ist da lang, ne? Yep, ein bisschen weiter rechts. Und es gibt noch irgendwie so einen Tisch, wo wir von, also so noch Sachen lernen können, weil ich glaube, es gibt nicht, also nicht alles ist im Skilltree drinnen. Manche Sachen, die man findet, kann man auch in Blueprints verwandeln. Oh. Da brauchen wir auch noch einen Tisch für. Ich glaube, wir haben sogar Blueprint irgendwo rumliegen, ne? Wie sieht es bei euch mit Essen aus? Braucht ihr irgendwas? 82. Ich bin fein. Ja, passt alles. Ich kann dir sonst ein paar Pilze geben, wenn du möchtest. Nice. So. Aber geht. Aber wir sollten gucken, dass wir uns vielleicht Bart disarmed immediately. Elite Force und oh. Naja, das ist das. Wie kann ich aber eine Waffe wegtun? Das reicht, wenn du. Ich glaube, eine Axt reicht. Ich glaube, eine Axt ist keine Waffe. Ah, doch, eine Axt ist eine Waffe. Wiederhole, eine Axt ist eine Waffe. Ja, okay. Ein Paddel. Ja. Das sind zwei Pferde. Okay. Oh. Ja, die sind wahrscheinlich von den beiden Spielern, die wir vorhin gehört haben. Blöd, den kann ich nicht zerschlagen. Hast du was? Hast du gerade was equipped, Anni? Mhm. Ich kann nämlich keine Sachen auswählen, weil wir gerade in der friedlichen Zone sind. Oh ja, ich auch. Mhm. Wir können alle keine Sachen auswählen, ja. Du kannst hier nicht abbauen. Ah, dammit. Ja, die Station von uns ist weiter unten, ne? Ich glaube, Christo ist sogar auch gerade in der Nähe. Vielleicht können wir den mal fragen, was er macht. Mhm. Babidu. Ist die Grafik wirklich so schwammig, oder sind das niedrige Grafikeinstellungen? Keine Ahnung. Also, ist schon ein älteres Spiel. Also ich würde dir empfehlen, die Grafik zu changen, wenn du nicht on stream bist, weil bei mir ist das Game von gecrashed. Ja, ich habe sie so gelassen, wie das Spiel gestartet ist. Ich denke, das passt. Und dann musst du lange warten. So. Wo laufen Papo und Kalle hin? Pferd klauen oder so? Da oben? Maybe.
Oh, große Baum. Will töten. Kann man den überhaupt abbauen? Klar. Okay. Nice. Bringt aber, glaube ich, genauso viel wie die kleinen Bäume. Yep. Die Auflösung ist nicht so. Ja, warte mal. Graphics Quality. Oh. Ich kann das nicht hochstellen. Oh, jetzt hängt alles. Nein! Da braucht nur ein bisschen was hochzustellen. Okay. Ah. Jetzt auf 1. Oh, mein Essen ist echt low. Ich gehe mal kurz Richtung Base. Ist der Formatra-Server? Ne, wir sind hier auf dem Bonjwa Rocket Bean Starlocard Server. Du verhungerst fast. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Hallo. Ich suche Vollzeiger, weil mein Schiff kam zu spät an. Wechsel. Ah. Hallo. Ja, schön, Ihre Bekanntschaft zu machen. Hallo. Ja, gleichfalls, ja. Ich werde hier mal vorbeikommen und Kartoffeln kaufen. Wer ist das? Ich bin das, der war gerade der Polizei. Wenn die Polizei irgendwann mal längerfristige Versorgung mit Hilfe von sehr nahrhaften Lebensmitteln benötigt, dann wenden sie sich gerne an uns. Sehr schön. Gibt es hier Kartoffeln jeder Zubereitungsart? Frittiert, gesalzen, gekocht? In Zukunft? Alle. Pia? Oh, wundervoll, das hört man gerne. Haben wir noch Essen? Ich bin einfach hungern. Ja, seid mal auf dem Weg, ja? Schönen Tag euch noch. Ja, natürlich, natürlich. Tschö. Auf Wiedersehen. Ey, Bart, hast du noch was zu essen, Pia? Ich bin einfach hungern. Ja, habe ich. Anni, ja? Anni. Hier, Bohnensuppe. Ja. Oh, geil. Dankeschön. Bohnensuppe. Nice, du. Dankeschön. Oh Mann, ey. Whatever. Au. Aui. Ich blute. Ah. Riecht nicht ab. Wo tue ich das Scrap hin, Pia? Die Box. In welche Box? Die kleine oder die große? Ja, diese. Das. Nee, das große Ding da. Hier? Da musst du erstmal den Code eingeben, genau. Und dann musst du dich da verifizieren. Dann kannst du auch am Haus bauen. Wie kann ich den Code eingeben? Wo ist der? Der, so wie bei der Tür, müsstest du dieses Schlüsselloch, also diesen Schlüssel haben, und in der WhatsApp-Gruppe steht der Code drin. Und den Code mit dem Numlock schreiben, nicht mit der Maus eintippen, sonst sieht's das Ding. Ja, hab's geschrieben im Stream. Egal. Aber Metagaming ist ja eh verboten. Ja, bei Anni im Stream haben das sicher nicht so viele Leute gesehen, ne? Ja, genau. Das sind nur 4000, das ist kein Ding. Ist ja kein Metagaming erlaubt. Also so. Ein bisschen sortieren. Anni, du wolltest doch eine Gun so haben, viele, ne? Steine. Holy shit. Bitte? Anni wollte doch eine Nailgun haben. Ja, oder irgendeine Pistole. Irgendwas, womit ich töten kann. Da, bitte, liegt auf dem Boden. Ich auch, was ich immer brauche, sind diese Plastik. Ja? Ich bräuchte auch ganz dringend so diese Plastikplanen, weil aus diesen Plastikplanen können wir unsere Wassertrüge machen, unsere Pflanzentrüge machen.
Das sind diese blauen Planen. Hm. Hallo? Oh. Papa Popo? Ich bin wieder da. Cool, wow. Du hast dich ganz schön verändert. Alle sagen das. Wow. Was hast du auf dem Kopf? Ich glaube, ein Pony wird dir ganz gut stehen. Eine Kerze der Erleuchtung. Wie hast du die ausgemacht oder angemacht? Mit F. Für Feuer. Genau, das wütet und lodert. Was geht also, bei dir, Papo? Ich muss mal mit unserer Chefin sprechen. Kleinen Moment. Hallo? 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 Also, ich hab unseren Shop gebaut. Und ich möchte über ein bestimmtes Geschäftsmodell. Ich habe den Shop gebaut, ja. Und ich möchte gerne über ein Geschäftsmodell mit Ihnen sprechen. Und zwar, also, Sie wissen ja, ich Ihnen bin jetzt nicht sagst, so unbedingt fühle ich mich alt. Also, sag ja, aber Chef und so. Okay. Ich mache mich klein, dann passt es auch. Also, ich habe mir vorgestellt, wir könnten ja auch unser Geschäftsmodell erweitern und dann nicht nur Potatoes verkaufen, sondern was halt auch so. Das passt auch wortwitzmäßig halt besser, so Pistols and Potatoes, weißt du? Und dann biete ich Waffen an und ihr bietet das Gemüse an und dann können die das bei mir kaufen, also bei uns im Shop. Wisst ihr, was ich noch cooler fände? Pistols und Potatoes. Finde ich super die Idee, Papo. Aber was, wenn wir den Waffenhandel undercover machen? Wir sind für alle die netten Gemüsegeschwister. Ja, natürlich. Aber wenn Leute das Passwort wissen, dann können die in einen Hintergrundraum und da können die Waffen kaufen. Ja, ein Messer nur in der Hand, damit du Kartoffeln schälen kannst, ne? Hä? Ja. Piu, piu, piu. Ich finde das gut, ich finde das gut. Okay, nice. Dann möchte ich euch jetzt den Shop zeigen, wenn ihr wollt. Ja, und ich würde mir gerne ein paar Samen mitnehmen, wenn das okay ist. Du klaust unsere Samen? Nee, ich frage, ob ich darf. Weil ich habe auch, ich habe da auch Beete angelegt, 3 Stück. Dann würde ich die nämlich auch dort mit einpflanzen. Mhm. Natürlich. Mhm. Cool, ich will den Shop sehen. Ja, dann gehen wir mal los, ne? Gehen wir mal los. Ist ein Stückchen. Was heißt denn ein Stückchen? Naja, W15. Ah, ich bin eingeschlossen! Ja, das geht. Ah. Auf! Okay, let's go. Und wir sollten uns, glaube ich, alle mal Pferde zulegen. Achso, wir sollten vielleicht noch Stein mitnehmen. Wir müssen den Shop nämlich noch ein bisschen ausbauen. Wenn wir noch Stein haben, sollten wir das mitnehmen. Wir haben keinen Stein, wir müssen hier auch noch ausbauen. Ich habe 4000. Ich habe 4000. Okay. Dabei? Oh, echt? Nice. Okay. Ja, dabei. Ich weiß, sieht man mir nicht an, aber ich dachte, hier bleibt ich trage grad, wegen Farm und so Feeling. Ich trage gerade 4000 Steine bei mir. Ja. Just casually every Sunday. Genau. Kalle hat alle Pferde im Umkreis von 30 Feldern umgebracht, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Pain. Hä? Wurde gerade Kutscher gekickt? Mhm. Ja, wegen Heck. Wegen Fly-Heck. Seid ihr noch da? Ja, gut. Ja, wir sind hinter dir. Wir laufen zu Fuß. Kann alt gedrückt halten. Und dann kannst du dich umsehen. Wie viel stecken sich die Sachen jetzt unendlich? Ich glaube, ja. Ja, Sachen stecken nicht unendlich. Nee? Oh. Nee, es kippt irgendwann bei 6.000 oder so, glaube ich.
Papus Pferd darf keinen nicht finden, ja. Ich weiß nicht warum, Mann. Okay, kein Problem. Ich habe Ausdauer wie ein Stier. Ja, sorry. Ist das unser Shop? Das ist unser Shop. Wow! Mega fancy aus. Das sieht mega fancy aus. Alter, sogar mit Parkplatz. Wir brauchen noch ein Schild, wo Shop draufsteht. Ja, ja, das packen wir dann oben drauf, ne? Und hier kommen dann Sicherheitstüren hin und dann kann man hier durch und dann muss man hier rechts zum Shop. Pass auf, das zeige ich euch mal. Hallo, willkommen in meinem, in unserem Shop. Pistolen in Potato, Potatoes only. Und dann kann man hier drin shoppen. Geil. Alter, wie cool ist das denn? Ich würde jetzt, also, ja. Wow, gib uns eine Roomtour! Kann man da wirklich was reinpacken? Kommt rein. Alter. Ja, hier ist es nicht so Alter, viel. Alter, wie cool. Also. Ein Schrank. Hier geht's raus. Oh, danke. Ja, das ist nur die Sicht, das ist quasi die Escape Door. Ja, hier oben können wir lagern. Dann, wenn wir ganz viele Sachen haben. Und draußen habe ich schon mal ein paar Beta. Ah, und da haben wir noch mehr. Ja, nice. Die Escape Door musst du trotzdem locken, Christo, ne? Nicht, dass sich deiner hochboostet oder so. Also, du musst überall Türen ran machen mit Lock. Ich weiß. Geil. Okay. Verlegen wir dann den Anbau der Sachen hier hin? Das ist awesome. Ich glaube, die Idee war, dass wir eine Farm, also quasi ein so ein Farmhauptgebäude haben und dann so mehrere Shop Points, wo wir dann hinliefern. Ja. Ich meine, es ist immer erweiterbar, ne? Geil, Mann. Wie macht man das dann mit dieser Luke? Kann ich da jetzt was reinmachen und auf der anderen Seite können die Leute das rausnehmen? Nee, nicht so richtig. Man muss auf Accept drücken dann. Zeig das mal. Pack mal was rein oder irgendwas, ja. Dann Accept drücken und dann wird getauscht. Was ist das denn? Ja, das ist ein Shop. Alter! Ey, Wahnsinn. Wart! Gut, dass du unsere Scheibe direkt kaputt machst. Ich hasse dich. Oh mein Gott. Oh. Hey, warte mal. Aufwachen! Ach du Scheiße. Ist mega cool. Ja, ich glaube, mit Pfeilen kommst du da nicht wirklich durch. Ein paar Tapeten und Teppiche noch, dann sehe ich uns hier. Stell ich mal auf die andere Seite. Für ein Schild. Ich kann den Pfeil aber mitnehmen. Okay. Ja, nice. Mit Parkplatz. Wenn du willst, kannst du auch einmal durch die Scheibe schießen. Nee, danke, Bart. Ich brauch's es nicht. Okay. Naja, achso, ich habe noch gar nicht erzählt, natürlich müssen wir auch für Sicherheit sorgen, deswegen habe ich natürlich hier auch den Eingangsbereich gemacht. Hier in die Ecke kommt ein selbstschießendes Geschütz, dann ist hier ein Vorraum. Und bevor die in den Shop rein können, müssen sie sich erstmal ausweisen, dann machen wir hier eine Kamera hin. Und wenn sie das nicht können, dann werden sie hier niedergemäht. Und dann, wenn sie hier stehen und shoppen und sich dann daneben benehmen, dann haben wir unten eine Falltür. Und wenn sie sich daneben benehmen, dann sterben sie da unten. Das ist echt gut. Aha, nice, smart. Ja. Ne? Ja. Das, okay. Dann verstärke ich mal oben alles. Sie das lange überlegt. Ja. Richtig durchdacht, wow. Ja. Ich bin so beeindruckt, oh mein Gott, ich muss mir hier einen Marker setzen. Jetzt nicht so, als wäre das einfach gerade aufgekommen. Ja. Ja, innen so ein bisschen rustikal lassen kannst du schon, Christo, ne? Also. Nee, die Leute werden sonst einbrechen. Deswegen auch keine Fenster, weißt du? So, jetzt brauchen wir mehr Stein. Ja. Wow. Why? Ja. Bin beeindruckt. Ja, das heißt, wir brauchen jetzt mehr Stein.
Und dann müssen wir ein großes Holzschild machen. Das können wir natürlich hier auch dran packen. Oh, hast du eins in der Hand? Sag bloß. Ich hab eins, dann let's go. Ich hab eins. Ja, dann pack das. Ich hab ein großes und ein kleines gemacht. Du musst ja gucken. Warte mal, ich drop dir die. Dann kannst du gucken, welches du haben willst. Eine wird noch gebaut. Das müsste gleich fertig sein. Moment. Ich gehe mal ganz kurz nach Kalle gucken, bin gleich wieder da. Weiter, das ist das, da ist das kleinere noch, Papo. Das große kann vielleicht hier so an die Wand. Ich glaube, da gibt es noch ein größeres, da würde ich noch ein größeres nehmen. Ich würde jetzt das kleine nehmen, um hier Parkplatz oder sowas hinzuschreiben. Ganz großes in der Base, glaube ich. Und es gibt sich auch so ein leuchtendes mit so Lichterketten. Geil. Alter, das ist ultimativ geil. Geil. Das ist halt ziemlich hässlich. Aber das passt schon. Vielleicht fehlt noch ein Smiley. Smiley macht alles besser. Ihr könnt es auch bearbeiten, oder? Könnt ihr das auch bearbeiten oder kann das jetzt nur ich? Ich weiß nicht, wie. Das kann jeder in unserem Team. Echt? Wie denn? Du musst dich drinnen erst autorisieren, Anni. Ah. An dem Schrank wieder. Ja, genau. Ah. Ihr könnt natürlich auch hier gerne einen Schlafsack dazulegen, damit wir auch hier mal spawnen können. Mega nice, mega nice. Oh, weißt du was, Papo? Wir müssen hier noch eine Bar dazu bauen und einen Pool, damit die Leute hier dann auch dafür bezahlen können, dann schwimmen zu gehen. Das ist ein Bar-Pool-Shop. Aber wir brauchen irgendwas mit P, das dazu passt. Pool, ja. Never mind. Pistolen, Potatoes und Pools. Und das machen wir dann hier auf der linken Seite, ne? Oder Paar, wie Bar. Das ist so weird, wenn ich versuche hier zu malen. Keine Rechtschreibung haben. Was ist los, Anni? Ich versuche zu zeichnen, aber irgendwie ist das so übel verschwommen, wenn ich drauf male. Ist das normal? Ja, ich glaube, das ist bei den Kleinen immer so. Aber wenn du es dann fertig hast, dann wird es normal angezeigt. Papp! Papo, papp! Der Papo, und eigentlich papp. Müsste eigentlich bei Papo heißen, der Laden hier. Weil alles ist mit P. Pistolen. True. Potatoes, Pool, Papp. Bei Papo. Die Frage ist, wenn ich das hier so schief drauf packe. Wie kann ich denn radieren? Gar nicht, glaube ich. Oh, Pain. Das ist nicht ganz in der Mitte. Ein bisschen schief ist es. Kann man es wieder aufheben? Warum liegst du, Shoyoka? Hm? Anni, ich glaube, Shoyoka wurde gerade gekickt. Oh no, warum das? Oh no. Nein, Alter. Erstmal looten. Wo ist denn sie? Oh. Ich glaube, sie hat gerade einen Disconnect. Hier vorne. Oh, Pain. Schild malen. Okay, fucking schwer auf diesem Schild zu zeichnen. So, alles löschen. So, mal ein schönes Schild entfernt. Gesicht.
Oh, was ist denn hier passiert? Sie ist disconnected. Hast du noch Stein dabei? Oh, nice, Mann. Und wir brauchen auch noch Metall für Türen. Also wenn du Zweiertüren bauen kannst, wäre richtig nice. Ja, kann ich leider nicht. Man findet auch echt nicht so viel hier in der Umgebung. Hey. Natürlich bist du jemand radiert oder so. Kriegen wir hier auch Permission, Christo, um zu bauen? Ja. Ja, du musst den Schrank aktivieren. Den links, genau. Ah, okay. Ah. Ein letzter Versuch. Schönes Schild. Ich hätte ja übel Bock jetzt mal ein bisschen zu looten, also. Oh, was ist denn das jetzt? Das ist ja ungut. Oh nein! Anni, ich hab dir gerade voll ins Gesicht geschlagen. Oh. Geht's dir noch gut? Ja. Mir geht's gut, denke ich. 57. Oh, ich blute! Scheiße! Aber es geht wieder. Warte. Eine Rampe. Hier, du kannst die Bandagen kannst du benutzen, wenn du willst. Hier. Oh, nice, danke. Ja, schwierig. Also jetzt steht hier diese Barrikade und die ist halt echt nicht so cool. Alter, du hast ein fucking Pferd darauf gemalt? Erkennt man das? Alter. Ja, natürlich. Ah, oh, voll schwer. Einfach My Little Pony. Ja, mit dieser Barrikade kann man so ein bisschen einbrechen irgendwie auf unseren Balkon. Ups. Ja, ich weiß auch nicht, warum wir das gemacht haben. Das ist nicht so gut. Aber im Grunde genommen könnte auch jeder... Nee, können sie nicht. Sie können nicht einmal mit der Leiter anraten, glaube ich. Kriegen wir hin. Ja. Oh, meine Axt ist kaputt gegangen. Ja, die Barrikaden sind halt schon stark. Noch ein 18. Ah. Bin dabei. Ich benutze lieber den Stein, der geht weniger kaputt. Braucht aber auch ewig. Aber es ist ein nicer Beat. Mein jetzt Stein Freestyle geht Rap. Mein Stein ist auch kaputt gegangen! Okay. So. Ja, gut. Sehr gut. Bin sehr zufrieden mit dem Parkplatz. Sollen wir kurz Shoyoka looten und den Loot in eine Kiste packen, damit sie hier nicht draußen rumliegt? Oder? Ah, sie kommt gerade wieder rein. Player Shoyoka. Ah, nein, Mann, sie kommt gerade wieder drauf. Ja. Nice one. Pia! Was ist passiert? Ich habe versucht zu fliegen. Oh. Ich habe versucht zu fliegen und der Server hat gesagt, du darfst nicht fliegen. Und außerdem bin ich dann vielleicht im Steam-Shop hängen geblieben und habe ein paar Skins gekauft. Oh. Hä, ist hier Kill on Sight? Krass. Nee, wenn wir ein bisschen weiter nach rechts gehen, dann ist Kill on Sight. Also hier so lang. Ich habe oben rechts ein Fadenkreuz. Jetzt nicht mehr. Mm.
Ist das Fahnenkreuz genau Zeit? Nee, oder? Oben rechts. Jetzt geht's wieder. In Ungarn, ja, ne? Ich meine, man kriegt ja eigentlich so eine Nachricht, oder? Habe ich. Ja, man kriegt eine Nachricht. Brauchst du noch Stein? Moin. Ich glaube, wir haben jetzt alles fertig mit Stein. Oh, Papo? Dann lass uns da anders stehen. Darf ich da so Pferdefuttertröge reinstellen beim Parkplatz? Ja, na klar. Wir müssen dann nur gucken, wie wir es machen. Oh, wie süß, also, da ist ein Pferd. Oder? Das ist wirklich. Ja, ich hätte sie da so seitlich hingestellt, oder? Das ist super süß gezeichnet. Oh ja, das macht mehr Sinn, klar. Dann könnte man da wirklich so, da kriegt man irgendwie so 6 Pferde rein oder so. Voll cool. Also das Ding ist, man muss ja dann auch, okay, man muss hinten an der Wand lang und dann muss man die so einparken, ne? Wir könnten auch noch Wände hier ziehen oder so halbe Wände, dass man halt immer 2 Pferde pro Viereck hat. Das ist sexy. Ihr könnt ja jetzt auch bauen, ne? Also ihr seid frei hier zu bauen, wie ihr wollt. Das gefällt mir richtig gut, der Shop, der schaut richtig süß aus. Nice. Ah, da steht noch Klaus drauf, wie süß. Ey Bart, hast du Stein und Holz und kannst du mir eine Axt und eine Spitzhacke machen? Hast du zufällig Metall dabei? Ich bin kaputt gemacht, leider. Nee, aber ich laufe einen zurück, aber ich habe mir einen Skin geholt, dann haben wir Metalltüren mit so einem Peace-Zeichen drauf. Oh, nice. Geil. Das ist auch richtig ironisch, weil wir einfach Waffen verkaufen. Aber keiner weiß, dass wir Waffen verkaufen, das ist undercover. Ja, was ist denn das Passwort dann für die Leute, die Waffen kaufen wollen? Ich will Waffen haben. Vielleicht irgendwas richtig Peinliches, was sie dann sagen müssen. Oh, nice, dankeschön. Streichholzschächtelchen. Oder so ein richtig Streichholz. Wir können auch sagen, eine gewisse Art von Gemüse, aber die super selten ist, die es eigentlich gar nicht gibt oder so, weißt du, so das gute Gemüse. Weißt du, wenn die Leute sagen, die wollen das richtig frische Gemüse, das knackige Gemüse. Bienen. Weißt du, dann. Genau. Stimmt. Ja, genau. Dann kommen die vorbei und sagen, ich hätte aber gerne Gemüse. Bohnen. Wir sind so, welches Gemüse? Die sagen so, die frischen Blaubeerkohlpflanzen. Und wir sind so, aha. Ja, Blaubeerkohl, ja, ja. Die extra frischen. Ja, genau. Achso, Code für die Tür ist der gleiche wie bei der Basis. Okay, cool. Ja, das sollten wir wahrscheinlich ändern, würde ich sagen, oder? Ja, ich habe den auch so den geleakt in meinem Stream. Nur an einer Seite einbrechen. Ja, weiß ich nicht. Dann mach doch das, was wir vorher gesagt haben. Tschüss! Ja, was wir vorher gesagt haben? Achso. Ja. Also ich würde jetzt losziehen, noch ein bisschen looten, um mehr Metall zu haben, damit wir auch Metalltüren überall haben und Schlösser. Das wäre jetzt so der Plan. Wie sieht's bei euch mit Essen aus? Ich habe gerade bestellt gehabt und habe jetzt meinen Salat gegessen. Geil, okay, gut, dann bestelle ich. Mein Chat hat gesagt, sie soll nach Granatapfeln fragen, weil Granate im Granatapfel. Ja, Granatapfel ist noch bad. Ja, ist gut, ja. Finde ich cool, ja. Das finde ich schon. Okay. Ja, dann, ich weiß nicht, ob ich das Pferd hier lassen will oder nicht. Ja. Wie kann man denn so ein großes Holzschild machen? Ich will eins bauen. Zum Airfield gehen. Das musst du erst an der Werkbank lernen. Holzschild. Aber wir haben eins gefunden. Also wir haben ein großes in unserer anderen Basis rumliegen. Das kannst du benutzen. Okay. Das Pferd einfach stehen lassen, Bart, dann können wir zu Fuß rumrennen. Papo? Ja. Wollen wir sonst bei dem Pferdestall eine Holztür davor bauen? Jetzt haben wir dann an die Kanalpunkte seit heute. Ja, das habe ich auch überlegt, deswegen habe ich da auch diesen Rahmen gebaut. Es ist dunkel. Ich hab keine Fackel. Brauchst du die Tür, soll ich machen? Jo, habt ihr eine Fackel über? Ich auch nicht. Ja. Ach, nee, die hat Shoyoka jetzt. Die habe ich vorhin gegen 3 Kartoffeln getauscht. Die liegt da.
Ich sehe nichts. Anni? Ah. Oh, nice. Dankeschön. Wir sind da schon ein bisschen am Arsch. Von euch? Hm? Ich habe nämlich noch Essen, falls jemand gerade was braucht. Danke, aber geht. Okay. Der Shop ist, der hat schon echt Stil. Also der schaut schon, der hat so ein bisschen was Western-mäßiges, finde ich. Mm-hmm. Aber gut Western-mäßig. Ja. Ich habe halt komplett auf Fenster verzichtet, weil ich dachte, das ist nicht so sicher. Mhm. Macht Sinn, dass da keine Fenster drin sind. Wir werden halt Licht brauchen. Rück zu unserem Bauernhaus und wird das Bauernhaus ein bisschen weiter ausbauen und gucken, dass ich noch ein bisschen mehr dort anbaue. Mhm. Und würde dann das Angebaute herbringen. Jo, ich folge dir, ich helfe dir. So. Ich würde jetzt mit Bart wahrscheinlich ein bisschen looten gehen, wenn er Lust hat. Ja, aber dann, weil du hast halt Drogen und so. Klar. Die Frage ist, wo du hin willst. Dann gehen wir jetzt mal zum Airfield. Das oh, klar, ist halt hier okay, Zeitzone, aber. Ne? Lass mal die wichtigen Sachen hier lassen. Nee, so, wollen wir dann zurück? Let's go, ja. Oh Gott, schlag mich nicht! Oh, sorry. Nichts gemacht! Tut mir leid, mir die Kacke angemacht. Also wir bauen quasi im Bauernhaus im großen Stil Gemüse an und verkaufen es dann dort, ja? Aber eigentlich ist nur unsere Tarnung, ja, genau. Eigentlich sind wir also Waffenhändler, ja? Ja, genau. Finde ich großartig, finde es genau. Gute Narrative. Das ist. Wir bauen nur Kartoffeln an. Wir haben nichts falsch gemacht. Ja, Gemüsegeschwister. Wir müssen nur schauen, dass wir beim Bauernhaus. Wir müssen halt also wirklich viel anbauen, ne? Also wir brauchen halt wirklich Gemüse im großen Stil. Mm. Damit wir dann so in 10er Stacks Kartoffeln verkaufen können. Mm. Wie viele Pflanztröge brauchen wir dafür? Ich möchte den großen Pflanzendruck dafür lernen. Mhm. Der ist im Tech-Tree drinnen. Dafür fehlen uns noch Scarb. Und ich würde sagen so 30, 40. Ja, halt wie viel Scrap brauchen wir dafür, um den zu lernen? Weiß ich nicht auswendig, müssen wir gleich gucken. Das ist halt, wir müssen davor noch so eine Wasserbox lernen. Mhm. Der ist nämlich im Tech-Tree erst auf Platz 2 oder 3 sogar. Können wir gleich gucken, wann wir jetzt dann zu Hause sind. Laufe ich überhaupt richtig? Ja. Aber die Markierung kannst du vielleicht nochmal neu setzen, weil die ist ein bisschen falsch. Mach ich. Weil die ist ein bisschen zu weit links. Das mache ich. Ich kann leider keine 2 Punkte markieren, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Glaube ich. Hier irgendwo müsste es sein. Alter, wenn man sein eigenes Zuhause sucht, ey. Ah, ich glaube da hinten. Kann das sein? Also im Dunkeln ist echt schwer. Mach mal gleich die Markierung und mach mit in die richtige Stelle. Oh, okay. Oh, scheiße, meine ist auch gleich weg. Ah, oh. Ja, da hinten ist es. Siehst du mich noch? Ja, ich sehe deinen Namen. Ah. Gesetzt. Jetzt sollte das passen. Ah, nice. Warum kann ich diese Tür nicht schließen? Den Code eingeben. Du musst den Code eingeben einmal, damit du. Das musst du bei jeder Tür manuell machen. Okay, ich hab noch. Ich glaube, Scrap habe ich alles hier in den Schrank getan. Gut. Ich würde das Haus hier großteils wirklich aus Holz lassen, weil es ist ja ein Bauernhaus. Ich hoffe einfach mal, dass die Leute auf RP aus sind. Mhm. Und unser Bauernhaus nicht schrotten. Ich hätte nur einen Steinboden gesetzt, damit das ein bisschen stabiler ist quasi und nicht instant in sich zusammenbricht. Und genau hier bei der Werkbank sehen wir das jetzt mal Open Table.
Müssten wir doch eigentlich lernen können, oder? Wir brauchen 20 und nochmal 20 Scrap. Lernen, auf jeden Fall. Das klappt auf jeden Fall. Oh, ich muss auch noch Kalle fahren. Ich glaube, der hat die Äxte gelernt. Hallo! Geht, hi, ne? Ich bin nicht nackt hier, weil ich gestorben bin oder so. Macht euch einfach keine Sorgen, ne? Ich bin dann später wieder da. Die Großen, auf jeden Fall. Mhm. Ich muss nur schauen, ob wir hier diese blauen, wir brauchen halt Tarp ganz viel dafür. Mhm. Und wir haben nur ein Tarp. Scheiße. Gibt's da noch größere? Mal gucken. Wo kriegt man denn dieses Tarp her? Einfach in so Kisten finden? Genau dort, wo du auch Scarp herkriegst. Also in diesen Dosen quasi. Können wir noch eine Kiste bauen? Ich habe noch so viel Schrott dabei. Holz einfach basteln. Jetzt diese Metallrohre. Das ist das Semi-Automatic Body. Das ist nicht das. Dann wäre Propan-Dinger. Oh Gott, wir müssen das alles sortieren. Blocker. Ah, und genau, wir sollten auch noch diesen Tisch bauen, mit dem wir Dinge lernen. Kann man den Schrott, den wir haben, den wir nicht brauchen, auch verkaufen und Scrap dafür kriegen? Wie auch immer. Das weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, was wir nicht brauchen. Das ist das größte Problem. Mm. Ich habe keine Ahnung, was von dem Zeug wir alles brauchen. Ich würde vorschlagen, ich kann noch mal zur Straße gehen und einfach mal unfassbar viel Zeug looten. Wir können ganz gerne zusammengehen und gucken, wie viel Tarp wir vielleicht finden und wie viel Scrap wir noch finden. Aber wir brauchen auf jeden Fall Essen zum Mitnehmen. Dann können wir einfach mal so 3 Tage an der Straße entlang laufen, weil wir brauchen auf jeden Fall richtig viel Essen. Weil das war das Problem bei Bart und mir beim letzten Mal, dass wir da einfach immer verhungert sind. Wie weit sind die Kartoffeln oben? Dann lass das auf jeden Fall machen. Es ist so dunkel, ich sehe einen Scheiß. Den Scheiß. Ah. Wir brauchen nicht nur Futter, wir brauchen auch Fackeln. Denn es ist scheiße dunkel nachts. Dafür müssten wir aber genug da haben, also um welche machen zu können. Glaube ich. Dein Mikrofon hängt ein bisschen übrigens. Also, sorry. Dafür haben wir genug. Also, Cloth, Wood und Low Grade Fuel sollten wir haben. Mhm. Wir fackeln Moment. Ich mach mal solche. Und, Low Grade Fuel. Oh, wobei, das geht da auch gerade so ein bisschen. Low Grade Fuel kann man aber easy machen, glaube ich. Genau, ja, das macht man aus. Animal Fett und Cloth. Hast du Animal Fett. Lecker. So. Lecker! Ja, Pia, dein Mikrofon leckt gerade total krass. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie fixen kannst. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, dass der Server auch so ein bisschen Probleme hat. Ich hatte das mit Kalle vorhin auch die ganze Zeit. Verstehst du mich so jetzt nochmal? Es hängt immer noch ein bisschen, ja. Damn it.
Kriegst auch gerade dieses Add more resources to your tool cupboard to prevent your base from decaying. Oh nein, es ist dunkel. Ja, das ist normal, weil wir in der Box gerade nicht genug drin haben. Dann Ferkel auf den Boden geschmissen. Okay. So, ich check mal, wie weit die Kartoffeln oben sind. Boah, dann kenne ich das. Ach, die sind fertig, glaube ich, ne? Und da müssen wir es klären, ne? Brauchen wir wieder neue Samen jedes Mal. Ach du Schande. Was? Also wir könnten theoretisch gesehen los, wenn du möchtest. Ja, lass uns noch die Kartoffeln mitnehmen, dass wir die essen können direkt. Nimmst du die brauchst gar nicht so viele für. Also ich glaube, wenn jeder von uns zwei mitnimmt, reicht das. Die machen fast voll. Die sind echt? Richtig krass. So. Ja, ich habe 12 dabei, dann haben wir auch also wirklich mal. Viel. Echt? Mhm. Dann okay, wir genug haben. Ja. Dann let's go. Dann sollten wir vielleicht... Nicht dir, weil du weißt, wo du hin musst. Mhm. Ja, basically Richtung Nordwesten, so lange, bis wir eine Straße finden. Und dann laufen wir die Straße entlang. Alles klar. Boop-bidi-boo. Ah, das Game heißt Rust. Das ist so lustig, im Killlog die ganze Zeit zu sehen, wie viele Leute sterben dauernd. Mhm. Die Person ist gestorben. Die Person ist gestorben. Ja. Yay. Was machen die ganze Zeit? Werden die von Bären oder von Spielern getötet? Wahrscheinlich von Spielern. Das sind die PvP-Spieler, to be honest. Mhm. Ich glaube nicht, dass alle sich als Ziel goldene Kartoffeln gesetzt haben. Mhm. Na, wahrscheinlich. Glenn ist was. Ich muss noch eine Spitzhacke machen. Ja. Ich kann dir gerne machen, ich habe jetzt auf jeden Fall genug Stein. Das wäre super cool. Ich mach noch kurz Holz.
So, Spitzer gemacht. Können schon mal weiterlaufen. Hallo. Bist du? Glaubst du, es hilft, wenn ich mein Spiel mal neu starte wegen dem Laggen? So. Vielleicht, ja. Aber dann spawnst du doch irgendwo anders, oder? Bin ich einfach hier bewusstlos. Ach so, okay. Probier das mal ganz kurz. Mhm. Oh. Oh. Pia bewachen fast wie eine Among Us. Wenn ich jetzt Mauki wäre, würde ich sagen, oh, ich gehe mal kurz da hinten. Was hast du denn dabei, Pia? Warum hast du so viel dabei, Pia? Well. Was wird da zensiert? Ihre Vagina, denke ich. Ist alles auf dem Server dabei? Echt viele Leute. Hallo Pia. Boah. Die Kartoffeln ballern ja richtig rein. Mal mein Schatten. Parcours. Parcours. Hallo. Wieder. Hast du gerade versucht, mich zu betreten? Hier, das ist eine Spitzhacke. Leckt immer noch ein bisschen, aber whatever. Warum? Oh, sorry, Mann. Ja. Ich weiß gar nicht, warum. Es lief erst richtig gut und dann hatte ich, also dann hat Kalle bei mir geleckt und jetzt lecke ich. Ja. Weiß ich nicht. Also, es lief auch die ganze Zeit gut, es hat jetzt gerade eben angefangen. Weißt du, ob es auf dem Server auch zeitliche Begrenzungen gibt? Meinst du das? Also Spielzeiten. Bis 3 Uhr morgens oder bis 2 Uhr morgens ist das Server. Online-Zeiten. Mhm. Ich glaube 15 bis 2. Okay, cool. Gut, genau. Ich habe das gar nicht am Schirm gehabt. So. Da hinten kommt immer eine Straße und dann laufen wir da einfach entlang. Bis 3, von 15 bis 3, also immer 12 Stunden. Okay. Wieder. Das ist echt solide. Nee. Wir können hier links gehen. So. Was ist denn da hinten für eine riesige Lagerhalle? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich radioaktiv, oder? Powerplant ist das. Das ist PvP-Zone, glaube ich. Kann sein. Wir müssen auf jeden Fall nur zur Straße kommen. Ich denke, da sollte es in Ordnung sein. Da sind auch ein paar Spieler.
den Kaktus. Ich nehme den Kaktus mit, ne? Hallo. Hi, Gippi, was geht? Was geht? Hallo, Anni. Hi, was geht? Hallo, Ann. Na, was geht? Da steht Ann und ich dachte so, ja. Entschuldigung. Hallo, wie geht's euch? Guten selbst. Gut. No. Das freut doch. Ja, hatten wir kleines Scharmützel, habt ihr es mitbekommen? Nein. Nur, dass ihr dauernd gestorben seid und andere Leute auch. Ja, eventuell haben wir einen Heli auf uns schicken lassen. Oh. Der uns die ganze Base, also nicht uns, sondern den anderen von Troubletown, die Bude voll gemacht hat. Oh je. Oh, das klingt auch nicht gut. Aber hey, ja. Wir verkaufen bald Kartoffeln. Geil. Wir haben einen Shop bei... Der Shop ist bei V15, W15 an der Straße. V15. Direkt an der Straße. Potatoes und ja. Pistols. Nur alles Potatoes. Klar, wir kommen vorbei. Nur Potatoes. Mhm. Wollt ihr eine Kartoffel? Ein Papo, genau. Ja. Genau. Wir kommen nachher vorbei. Die Jungs sind schon auf dem Spot hin. Ich gehe mal gucken bei denen. Viel Erfolg euch. Ciao. Alles klar. Tschüss. Pia. Was denn? Wir wissen nur Potatoes. Achso, nur Potatoes. Entschuldigung. War ich zu übermotiviert. Geil, dann wenn Wasserkanister bekommen, noch einen zweiten. Geil. Der ist so wichtig zum Gießen. Oh, hallo. Wer bist denn du? Halt mal still, ich kann nicht lesen. Scheiße, ich hab mich so geschreckt. Ach, Polizei, was geht? Hallo, Chris. Polizei, hallo. Und zwar bin. Hallo. Was ist das? Das ist ein Dude. Aber wieso? Wofür? Warte. Warte, Tauschhandel. Da. Nice, danke. Bitte. Anni, hast du Steine? Ja. Weil dann kann ich einen Friedensstein verschenken. Würdest du mir mal Steine geben? Anni. Ich mach eine Friedensfackel. Ich gebe euch eine Friedensfackel. Ja? Oh, das ist lieb. Dankeschön, warte. Ich hab einen Friedensstein. Oh. Süß. Ja, der ist angemalt. Der ist sehr hübsch. Dankeschön. Was geht bei dir? Was machst du? Ich warte auf einen Freund eigentlich, aber ja. Der hat mich irgendwie alleine gelassen. Oh, das ist ärgerlich. Cool. Oh, das sieht bedrohlich. Ja. What's poppin? Hi. Sieht aus, als wärst du bereit für die Apokalypse. Ja, Mann. Steht dir gut? Dankeschön. Deine Scheibe ist so ein bisschen dreckig. Glaubst du nicht, dass du die so ein bisschen putzen musst? Kannst du die Sieht putzen für mich? Kannst du die putzen für mich? Ich hab nichts zum... Warte. Mit deiner Zunge einfach. Warte. Danke. So. Ist sie... Achso, nein. So, ja. Viel großartig. Besser. Viel großartig. Schon, ne? Ich glaube, ich finde auch. Oh, Pia, Emma, versteht dich so schlecht. Chris, leckt sie auch bei dir mit dem Ton? Nee, bei mir nicht. Leck ich nicht? Oh, musst du mich neu verlegen. Ich mach das mal ganz kurz. Ich geh einfach quit und dann liege ich dann hier, ne? Ja, genau. Ja. Genau. Dann kannst du mal kurz starten. Ich muss. So.
starten wir mal neu. Hoffen wir, dass es funktioniert. Cool. Dann liegt es da wirklich an Pia. Aber dich versteht man deutlich? Anscheinend, ja. Aber dann hat das Pia-Lag irgendwie mein Problem gewesen. Oh. Leute, ich glaube, ich hole mir einen Soda-Stream. Ist mir echt zu blöd geworden. Mit dem ständigen, Wasserkästen kaufen. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ich hasse es, Wasserflaschen ständig hier zu haben. Das ist so nervig. Ich glaube, ich will wirklich einen Soda-Stream. Sprudelwasser aus der Wasserleitung, schmeckt es besser als in Berlin? Keine Ahnung, aber kein Bock mehr. Super praktisch, oder? Mach doch Dosexpress. Ja, habe ich ja, aber ich habe mal diese Kästen hier rumstehen. Ich weiß nicht, wohin mit diesen Wasserkästen. So, auch wenn die geliefert werden, ich weiß einfach nicht, wohin damit. Berliner Wasser ist exzellent, ja. Das Kastenproblem kenne ich, habe noch keine Lösung. Ja, wegbringen. Ja, ich habe einen Sprudelwasserkasten, einen Stillwasserkasten. Oh. Zwei von euch sind ja gestorben. Ah, oder? Wo kommt diese furchtbare Stimme her, die ich höre? Oh Gott. Und ich. Hallo, das ist Dalu. Das ist aber nicht nett, dass du das so sagst. Wir schießen. Waffe erstmal direkt so eine. Ich glaube, die wollen sich prügeln. Du hast ernsthaft? Hatte einer einen Gunfight mit einem Revolver? Komm her! Ja, ich glaube, ihr habt mich getötet, ja. Ja, Anni, die haben Schusswaffen. Ja, ich hab einen. Ja, aber ich hab einen Holzspeer. Komm, ich wollte wissen, wer das war. Das war ich glaub das nicht so gut. Was war das? Ich war das. Mhm. Ja, dann schießt du das wieder Kampf. Alle. Ja, wir gehen, oder, Pia? Komm. Geschossen nebenbei. Wir haben noch eine Mission. Wir gehen. Ich habe keine Schusswaffe. Danke für den Ziel, Stein. Ja, ich war auch an der Wolke. Kein Ding. Viel Spaß damit. Oh, Pia, ich höre dich nochmal. Ah, was ein Blessing. Hallo, Kalle. Wundervoll. Hallo, so. Was haben die mit euch gemacht? Gar nichts. Wir haben sie nur getroffen und ich habe einen Friedensstein an die Polizei verschenkt. Yo, wir laufen einfach die Straße entlang und holen uns einfach so viele Fässer wie möglich. Alles klar. Ich glaube, den Plan haben gerade mehr Leute, Anni. Ja. Nee, wir laufen nur nach Hause. Wo wohnt ihr denn? Also. Kommt bei unserem Shop vorbei. Wir sind unserem Shop. Wir verkaufen Potatoes. Und Pistols. Achso, nein, nur Potatoes. Nur Potatoes. Nur Potatoes, Pia, meine Güte. Wir kaufen nur Potatoes. Nur Potatoes. Schwarzmarkt. Ja, mal so Pistolen. Gegen Moment, aber was ist die Währung? Bei uns verkauft einer in der Nähe Badewasser. Oh, ja. Hot. Das klingt unfassbar ekelhaft. Oh, kommt drauf an, von wem? Wir wollen Tausch handeln. Also, wir bauen Kartoffeln an, wir bauen Kürbisse an. Also, kommt gerne mal vorbei. Also, lecker, Empty Tuna. Geil. Aber ich hab was anderes. Ich hab was anderes. Warte dadurch. Ich hab was anderes. Komm schon. Da. Ein Regenbogenstein? Ja. Möchtest du auch einen haben, Dalu? Oha, der ist ja tricky, ey. Ja. Ein Zeichen des Friedens. Ja, da kann man mit einem Regenbogenstein anderen Menschen den Schädel einschlagen. Ist doch schön. Schick. Habt ihr schon wen umgebracht? Nein. Ihr? Bestimmt. Tatsächlich so wie ihr aussieht. Niemanden. Ich hab einen Bären getötet.
Anni, du siehst gleich aus. Naja, wir wurden auch beklaut. Ja, wir wurden bestohlen und dann haben wir den getötet. Ja, das macht Sinn. Aber kommt gerne bei unserem Shop vorbei, da können wir nämlich Kartoffeln verkaufen. Und, nee, das wurde einer von uns wurde dann wirklich komplett leer gelootet. Oh, shit. Ja, okay, wo ist euer Shop? Habt ihr Koordinaten für mich? Mm, das ist da bei V15, direkt an der Straße. Es steht dick und fett warum sehen Shop drauf. Hey. Das ist nicht zu sehen. Lalu, hey, es gibt sogar einen Parkplatz für Pferde. Hallo. Ihr beide waren auch am Airfield, oder? Nein. Kalle, ja, Kalle weiß gesehen, ich auf jeden Fall. Kalle. Nein. Ich war nicht. Ich war nicht auf meinem Airfield. Nein, Quatsch. Wann bist du abgehauen? Okay, warum habe ich das nicht mitbekommen? Ja, echt? Warum? Nee, ich bin nicht abgehauen. Ich habe Teil angeschossen und dann bin ich gestorben. Also, ich erzähle. Okay, pass mal auf. Ich erzähle euch mal eine Geschichte. Eines Tages war es ziemlich neblig am Airfield. Dann bin ich hier nichts, einfach dort ein bisschen rumgelaufen und habe gesehen, oh, da ist ja ein Helikopter, der droppt bestimmt gleich was. Dann hat er das gemacht. So, und dann habe ich aber gesehen, dass einer von euch, glaube ich, dann da schon rumgetanzt Hallo. Ist. Und ich wollte einfach nur mal wissen, wer das so ist. Genau. Und dann habe ich gehört und ihr wart, der war so ein bisschen wounded. Habe ich mitbekommen. Und Dalu hatte, glaube ich, auch nicht mehr Full HP. Irgendwie sowas. Und dann hat einer von euch gesagt, oh, da kommt Leon. Ich drehe mich um. Und da kommt mir jemand entgegen. Und da wusste ich nicht zu helfen. Und dann bin ich weggelaufen. Und dann? Hallo? Dann bin ich weggelaufen. Hallo, mir hat da jemand was gegeben vorher. Aber ich glaube, das gehört dir. Ich weiß nicht, was das ist. Aus Leons Kopf. Das ist dein Kopf, Kalle. Mein Kopf? Drück mal drauf. Aber irgendjemand hat sich gerade weggegrabt. Ich habe mir deinen Kopf gemacht. Alter, wer schießt denn da schon wieder Dinge in die Luft? Ja, eh nicht. Das ist einfach nur dein Kopf. Ich habe den jetzt gecrushed, ich habe ihn kaputt gemacht. Deinen eigenen Kopf? Ja. Du Monster. Ich bin überrascht, dass du ein Pferd hast und es nicht isst. Das ist wie Trilux, ey. Trilux ist auf den ganzen Tag Pferde. Alter! Kalle! Was ist mit dir? Kalle! Mit jedem Pferd? Alle nicht schon wieder! Lass mal weiter, ich will damit nichts zu tun haben. Tut uns leid! Kalle, ey, nicht schon wieder, ey! Ja. Irgendwann ist auch mal gut. Laufbart! Kalle, kauft unsere Kartoffeln, wenn du Pferde tötest! Irgendwann ist auch mal genug. Irgendwann ist genug. Bei Kevin, weißt du, für Kevin habe ich noch gesagt, mach ich's nicht. So, Kevin hätte es nicht gewollt. Aber einfach so auf der Straße. Nee. Irgendwann. Kalle ist gestolpert. Pain. Guck dir mal die Fliegen an. Nämlich, weil er innerlich schon verrottet war. Wer bringt bitte Pferde? Belastend. Das ist echt ein bisschen ekelhaft. Oh Gott. Was willst du denn jetzt machen? Kalle essen oder was? Ich habe Animal Fett von ihm bekommen, als ich ihn auf WhatsApp auf. Das lässt tief blicken, auf jeden Fall. Ich habe nicht mehr so allzu viel Zeit. Ich bin in einer Viertelstunde verabredet für ein anderes Spiel. Deswegen, ich gehe jetzt noch ein bisschen die Straße ab und hol was und lauf dann zurück zur Base. Bitte. So, alles viel Spaß klar, euch noch, Leute, beim Kalle-Schändigen, ne? Ciao, ciao. Nimm das Pferd, Anni. Anni, nimm das Pferd, wenn du willst. Danke. Kein Problem. Du hast Kalle gemobbt, Kalle ist aufgegangen. Bisschen Lootimuti. Ich krieg nicht alles unter. Kriegst du den Rest noch unter? So.
Oh süß, dankeschön, Lachiger, für den Host. Was geht? Ich bin Rust. Und gleich spielen wir mit Antonia weiter. So. Dass wir hier noch alles Nices rauskriegen können. Was haben wir denn hier? Tarp, oh nice. Das ist gut, das ist mega wichtig, denn das brauchen wir für unsere Pflanzkästen. Oh, Kill on Sight ist aktiv. Hm. Ja, belastend. Eigentlich wollen wir in die andere Richtung dann. Hm, und dann probably rechts abbiegen auf die Straße. Jetzt, weil ich Kalles Zeug aufgehoben habe, also ich müsste halt einmal in die Base die Sachen hergeben. Und dann halt. The blade, wood armor parts. Lass mal in die Base gehen und die Sachen wegwerfen, oder? Also so einräumen. Du kannst, glaube ich, auch beim Laufen Musik spielen, oder? Ich habe zweimal Tarp gefunden! Ach, okay. Wuhu! Jawoll, das ist super, das ist super. Ich hab, glaube ich, nochmal Tarp. Warte, Pia, ich droppe dir das direkt. Dann kannst du das. Nein, ich habe keinen Platz, ich habe keinen Platz. Will das einer von euch beiden nehmen? Ich bin gleich weg, dann kannst du. Außer. Ja. Mama. Du musst aber in die Base laufen, ne? Wenn du dich ausloggst. Mhm. Damit deine Leiche nicht irgendwo liegen bleibt. Ja, aber sonst liegst du hier auf dem Boden. Mhm, mach ich. So, was sagt die Zeit? Ein paar Minuten haben wir noch. Ich liebe es, diese Dinger kaputt zu machen. So aufregend, was da rauskommt. Im Pferd sind wir eh so fix, wenn wir in 5 Minuten in der Base. Kann man das Inventar irgendwie automatisch sortieren? Nee, ne? Ein paar Sachen, glaube ich, doppelt. Pferd. Karte rechts lang. Der hat dich auch erwischt. Nee, ich bin nicht gestorben. Also, ganz am allerersten Mal, ja, da bin ich gestorben. Hallo? Ja, okay, genau, ja. Ganz am Anfang. Ja, hallo. Hi, Freunde, was geht? Hallo. Kennen wir uns? Muss euren Namen lesen. Hallo, Anni. Nee, noch nicht. Nö. Hi, was geht? Ich will nur mal Hallo sagen, aber dann bin ich wieder weg. Ich dachte, ich habe eure Stimmen erkannt, aber habe ich nicht. Oh. Dann noch einen schönen Tag. Ciao, also, ciao. Nee, aber im Endeffekt... Okay. Tschüss, Anni. Wow. Ich kenne eure Stimmen auch nicht. Ihr seid mir zu unbekannt. Ich mag ihn auch nicht. Tschüss. Ich dachte, so eine Freundin, die ich kannte. Deswegen. Aber ich habe halt nicht so viel Zeit, weil ich bin gleich mit Antonia verabredet. Ich wollte ein bisschen was schaffen. Hopp.
Oh, Pain. Nein, mir fehlen Steine, um das zu machen. Ach, ich habe einmal eine Steine Pia gedroppt. Nein, wie ätzend. Das geht auch. Okay. Mein Gott. Izzy ist gestorben. Glaub nicht, wie fühlst du dich? Wie einer von diesen jungen, dynamischen alten Säcken aus der Sprudelwasser-Dauerwerbesendung darf ich den Krieg. Oh, noch ein Tarp, nice. Ach, Freunde. Huge wooden sign. Oh, nice. Das tauschen wir aber gegen irgendwas, was nicht so cool ist. Zum Beispiel dieses dreckige Hemd. Könnte ich den ganzen Tag machen, einfach auf der Straße entlang reiten. Large Planter Box, oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir finden so gute Sachen. So kurz vor halb machen wir uns Richtung Base. Shopfront, oh, süß. Brauchen wir auch. Was ist das hier? Potato Seed. Wir machen echt viel. Das ist echt nice. Ein Paddel brauche ich nicht. Da war gerade ein Spieler. Ich hoffe, der tut uns nichts. Geil, noch ein Tarp. Das ist super gut. Wir haben jetzt wieder... Wie viel Tarp haben wir? 2. Ist gut. Habe ich die aufgehoben oder habe ich es liegen lassen? Sind wir denn? Ja, wir sollten zurück. Mal, wie reiten wir?
Wollen wir den? Am liebsten würde ich den Weg noch reiten und dann nehmen wir diesen Weg dann hier hin und dann müssen wir nicht was Airfield. Weil hier ist ja Kill on Side Zone, soweit ich weiß. Vielleicht reiten wir einfach nochmal einfach den Weg zurück. Bla bla bla. Ja. Wollten wir tun. Guck mal, wie schnell wir jetzt vom Arsch der Welt nach Hause kommen. Lieber zum Bauernhaus. Ja, ja, ich bin auch lieber auf dem Weg zum Bauernhaus. Das ist auch mein Schlafsack. Dann nächste links abbiegen. Oh, Brahmin ist gestorben. Die Pizza habe ich noch gar nicht gesehen. Was steht denn da dran? Verkaufe 500 Euro Badewasser mit Code. Hm, großartig. Whatever. Das ist zu stressig. Bis nach Hause. Keine Zeit. Dann wieder links abbiegen gleich. Ja, wir sind so mit einem Pferd ist man so schnell. Das ist insane. So ein bisschen drumherum laufen. Und Zeit ist aktiv. Belastend, belastend, belastend. Bin ich denn jetzt einfach halbwegs straight? Bis ganz bis halb habe ich nicht geschafft, aber man ist schon echt fucking schnell mit einem Pferd, ne?
Ja. Voll cool, einfach durch die Wälder mit dem Pferd. Nice, Mann. So. Bauernhaus. Hey Leute. Hallo? Hi, ich habe gerade meine Ich zeichne gerade eine Bohnenstange. Geil, Mann. Wow. Ich habe noch zwei große Schilder gefunden. Eine große Planterbox und noch zweimal Tarp. Zwei Schilder, eine große Planterbox, drei Tarp und vier Zigaretten. Alles ja, geil hier. Kalle ist jetzt raus aus dem Team. Aber das ist okay. Ich habe noch eine Shopfront, habe ich auch noch gefunden mit für dann den zweiten Standort. Aber ich logge mich jetzt erstmal aus und ich kann einfach, wenn ich im Haus bin, mich ausloggen und sicher sein, ne? Genau. Okay. Ciao, ciao. Oder ihr könnt mich ruhig, glaube ich, ausloten, falls ihr irgendwas braucht. Awesome.